Ja, servus. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Ja, seid gegrüßt. Ja, du, wir haben uns gestern Dara angeschaut. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Der hat ja Ja, ich reagiert hab's gesehen. auf meine Reaction auf euer Gespräch. Und da hat er drin echt gesagt, dass du bist ein kleiner Junge, den er einfach auf einem Dorfplatz verprügelt hat oder sowas. Das war das Gespräch praktisch. Hast du das gesehen? Die Aussage habe ich nicht mitbekommen, ja, aber ich habe deine Reaktion gesehen, ja. Also sehr erwachsen auf jeden Fall. Ja, nicht nur, sondern einfach, ich habe das Gespräch komplett andersrum empfunden. So, ich verstehe nicht, wie der. Auf dem Schulhof war das, nicht genau, auf dem Schulhof, ja. Aber ich. Ja, also das Gespräch war komplett redundant. Wir sind gar nicht zu dem Thema gekommen, über das wir reden wollten, sondern Dara hat eigentlich 1,5 Stunden versucht zu belegen, dass Wagenknecht eine Verschwörungsideologin sei, Ja. was ihm die ganze Zeit nicht gelungen ist. Ja, das ist ja irgendwie sein Hauptargument, ist immer Verschwörungsideologie, Schwurbel. Und wenn man ihn fragt, warum, naja, ist ja klar. So, okay. Ist schwierig. Aber was wäre das Thema gewesen ursprünglich? Eigentlich Identitätspolitik. Also zum anderen, warum diese Ideologie falsch ist und wie Woke-Ideologen den Diskurs radikalisieren. Okay, ja. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet. Ist aber schon länger her. Ja. Ja, ich wollte das mal ein bisschen strukturierter machen, hat leider nicht funktioniert. Ja. Was bringst du heute mit? Heute hast du ja auch ein Thema Also wir mitgebracht. wollten halt auch über Woke reden und über Makroökonomik danach. Ich finde, dass das ein Thema ist, das auf Twitch zu selten diskutiert wird. Jedenfalls das, was ich da mitbekomme. Ich bin ja nicht so häufig auf Twitch. Na dann hau mal rein. Also, nee, was ich erstmal fragen wollte, was meinst du, wie erreicht man Leute, die komplett resistent für Fakten sind? Also denen man beispielsweise sagt, die Sanktionen gegen Russland, die schaden uns eindeutig mehr, das kann man an den offiziellen Statistiken, am Realeinkommen ablesen. Wenn die dann einfach sagen, nee, ist nicht so, ich glaube den russischen Inflationszahlen nicht. Wie erreicht man solche Leute? Gar nicht. Ich glaube, die werden von der Realität erreicht werden. Ich glaube, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo die Realität ihnen so sehr in die Suppe spucken wird, dass sie einfach sehen werden, Moment mal, das, was ich rede und das, was in Realität passiert, ist nicht übereinstimmend. Und irgendwie geht es mir schlecht und ich muss irgendwas ändern. So, ich glaube, das ist der einzige Weg, wie sie jemals ja, eine Chance haben, draufzukommen, was passiert. Das heißt einfach weiter die Wahrheit erzählen und hoffen, dass diese Leute irgendwann von selbst drauf kommen, oder? Ja, genau. Weil anders wird es nicht funktionieren, weil sie sind ja komplett resistent gegenüber jeglichen anderen Themen und sie haben auch diesen Schutzschalter in ihrem Kopf, dass sie jedes Mal sagen, naja, das ist alles Schwurbel, wenn es ihnen einfach zu weit geht. Also zu weit geht in dem Sinne, dass es ihr Weltbild gefährdet oder hinterfragen lässt. Das lassen sie einfach nicht zu. Und ich denke mir, gut, müssen sie halt nicht. So, wenn du unbedingt an eine falsche Realität glauben willst, mach das halt. Aber irgendwann reicht dich die echte Realität oder Wirklichkeit, wie man will, ein und dann wirst du schon sehen. Ja. Was soll ich machen? Ja, das passt ja zu diesen Woken, dass sie total aggressiv reagieren, wenn man ihrer Ideologie widerspricht. Also in jedem Punkt. Sie definieren sich irgendeine Opergruppe Die und wenn müssen das dann im einer, der dieser Portemonnaie spüren. Opfergruppe Die meisten zugehört, leben selbst von was Mama und Unterschiedliches Papa sagt, oder dann vom Staat, behaupten sie, die er das würde nicht gar nicht mehr sehen. zu dieser Opfergruppe gehören. Also es ist ja ziemlich lustig. Du bist ja Kriegsflüchtling und nach deren Logik müsste man ja auf dich hören, wenn es um das Thema Krieg geht. Genau. Aber außer Also. du, ich habe eine andere Meinung, dann wird es dafür als Ausrede verwendet, dass ich ja offensichtlich in Wirklichkeit traumatisiert bin und deswegen keinen klaren Blick haben kann. Da wird das gegen mich verwendet. Das ist sowieso unglaublich übergriffig, aber ja, das ist ja bei diesem, bei jetzt anderen weniger harten Themen, sage ich mal, wie diesem Gender-Thema auch so. Da werden ideologische Grundsätze festgelegt und wenn irgendwer, der dann zu dieser Gruppe gehört, sei es eine Transfrau, also bei diesem Trans-Thema oder wer auch immer, dann wird gesagt, nein, also der spricht jetzt nicht dafür, das ist jetzt eine Ausnahme, der Großteil, der sieht das ja anders. Also selbst wenn man Beispiele aus dieser Opfergruppe aufzeigen kann, dann wird gesagt, ja, die sprechen gar nicht für die, aber wir tun das, wir sind ja Allies oder was man in dieser bescheuerten Ideologie dann dazu sagt.
Ja, und das ist ja auch so, dass man dann dorthin geht und sagt, okay, wenn zum Beispiel ich denke an Hogwarts Legacy, ja, wenn so etwas passiert, dass Transpersonen sagen, hey, ich habe nichts gegen dieses Spiel und ich will nicht, dass die andere Leute irgendwie blöd anmacht wegen dem Spiel, da kriege nur ich Probleme dann und die hassen dann nur mich dafür, dass die dann einfach so sagen, ja, du bist keine echte Transperson, du bist in Wirklichkeit, hasst dich nur selbst und es ist so respektlos einfach, ja. Da ist es ja sogar noch extremer gewesen bei der Debatte. Da gibt es ja einige Transpersonen, die gesagt haben, nein, J.K. Rowling ist nicht mal transfeindlich. Persia X hat dazu beispielsweise ein Video gemacht und gesagt, nee, die ist nicht transfeindlich. Und dann wurde ihr abgesprochen, dass sie denn nicht für die Transpersonen sprechen dürfe, weil sie, ja, halt nicht dieser Woken-Ideologie folgt, weil sie halt ihrem Verstand folgt. Genau, das wurde eh gerade geschrieben im Chat, so, sie gilt als Token, ja, so irgendwie. Das ist der beste Begriff. Also jeder, der nicht der Woken-Ideologie folgt, der ist dann ein Token. Ja, Also das ist. genau. Und dann gehen die aber auch so weit eben, das ist ja das, worüber wir immer reden, so, dass sie dann mich zum Beispiel rechts nennen, was absurd ist, so also in Anbetracht dessen, wo sie stehen und wo ich stehe. So, ist absolut, es macht keinen Sinn, ja. Ja, natürlich nicht, aber. Da wird einem doch ein Muster klar. Wenn das bei jedem Thema so ist, dass nicht die Opfergruppe selbst entscheidet, wer zu ihr gehört, sondern dass das die Woken-Ideologen entscheiden, wer bestimmt dann die Agenda? Eben nicht diese Opfergruppe, die man vermeintlich vertritt, sondern irgendwelche Ideologen, die diese Ideologie durchboxen wollen, die Macht für sich akquirieren wollen durch diese Ideologie. Genau, das ist der Punkt. Das ist auch, wo ich jedes Mal sage, es sind die privilegierten Cis-Akademiker-Kinder, die dann sich an die Spitze der Bewegung stellen und sagen: So, ich bin zwar privilegierter, aber ich werde jetzt meine Privilegien für was Gutes nutzen. Ja? Und ich stehe dann als Held da und ich kämpfe für euch. So, und das ist absurd, weil wer berechtigt sie dazu? Das ist ja genauso wie früher die Weißen, die Schwarzen unterdrückt haben, ja, so Sklaverei und dieses jenes. Und dann haben sie gesagt, ah, wir befreien euch jetzt und wir setzen uns jetzt für eure Rechte ein, nicht ihr. Und man unterdrückt sie und verwendet sie dann andererseits weiter für eigene Interessen, nur diesmal mit anderen Vorzeichen. So irgendwie, ja. Weißt du, was ich meine? So, indem man sich Ja, einfach schon ja. wieder selbst zu demjenigen zum Nutznießer macht und schon wieder irgendwie eine Minderheit ausnützt, oder Ja, damals hat man das aber ja tatsächlich rassistisch begründet. Also damals hat man dann gesagt, die Schwarzen seien weniger wert und deswegen müssten die Weißen dann für sie regieren. Die Schwarzen, die könnten das überhaupt nicht. Heute sagen ja die Woken-Ideologen, nein, das sind ganz arme Opfergruppen, die haben alle die gleichen Rechte, die müssen gleich behandelt werden. Aber in der Realität passiert das überhaupt nicht. Das ist ja das Perfide an dieser Ideologie. ja. Aber wie würdest du diese Ideologie beschreiben so? Was ist für dich die Ideologie? Ja, es ist halt, also da gehören halt verschiedene Dinge zu. Erstmal dieses Erkenntnistheoretische. Also wir haben es da mit einer Form von subjektivem Idealismus zu tun. Es gibt in der Philosophie ja die Unterscheidung zwischen Materialismus und Idealismus. Dann gibt es objektiv-idealistische Ideologien, also die von einer objektiven Realität ausgehen, und subjektiv-idealistische, die sagen, ja, jeder kann sich seine Realität so zurechtlegen. Es gibt gar keine objektive Realität. Also, ja. Also Postmodernismus praktisch. Ja, das ist ja so ein Sammelbegriff für viele subjektiv-idealistische Strömungen, ja. Und ja, dieser subjektive Idealismus, der führt eben dazu, dass man nur noch in, ja, Macht denkt. Man denkt, wie kann ich am meisten Macht akquirieren? Die Wahrheit, die spielt keine Rolle, die gibt es ja überhaupt nicht. Also, was ich am Anfang mit Russland gesagt hatte. Ja, es. Die russischen Inflationsstatistiken, es ist scheißegal, was die sagen. Wir bestimmen jetzt einfach, ob das der russischen Wirtschaft schadet oder nicht. Wir legen das jetzt einfach so fest. Wir imaginieren uns da irgendwelche Volksaufstände, wir denken uns da irgendeine Wirtschaftskrise aus, die es da nicht gibt, bei uns schon. Und ja, wenn wir sagen, dass es so sei, dann ist das dann auch so. Oder wir definieren uns unsere Opfergruppen so zurecht, wie wir gerade wollen. Wir sagen dann, wer Transperson ist und wer nicht keine Transperson ist. Ja, das ist Beispielsweise. ein sehr interessanter Zugang, ja. Kennst du Bijan Tavassoli? Ja. Frag mal einen Woken-Ideologen, ob das eine Transperson ist.
Ja, das ist eben eine, das ist eine gute Frage, ja. Ich sage mal, nach den Regeln, die ich gelernt habe, ist ganz einfach, wenn Bijan Tavassoli sagt, sie ist eine Transfrau und Muslima, dann ist das so. Ja, Dann, ja. laut den Woken-Regeln müsste das so sein. Aber jeder Woke-Ideologe wird dir sagen, nein, 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 das ist nur ein Troll. Also sie spricht gar nicht, oder weiß nicht, ob der sie da misgendern würde oder nicht, spricht gar nicht für die Transmenschen. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, dass dann wieder diese privilegierten Kinder diejenigen sind, die sich aussuchen, wer dazugehört und wer nicht. Und was ist das schon wieder so für eine Bevormundung? Und das ist der Punkt, wo man, wenn man sagt, ich bin gegen Wokismus, das ist, was man eigentlich meint. So selbst irgendwie, wo ich mit Rechten geredet habe, ist klar geworden, dass sie nichts gegen die marginalisierten Personen an sich haben, sondern eben genau gegen diese Leute. Also in den meisten Fällen. Es gab natürlich auch Rechte vereinzelt, kriegst du mit im Internet. Die hassen wirklich zum Beispiel homosexuelle Menschen oder irgendwas, ja? Oder Transpersonen oder, ja? Oder auch Ausländer oder was auch immer. Das gibt es. Aber die meisten sind nicht so, sondern sie sagen einfach, diese Leute, die sich da einsetzen und engagieren und einfach jedem unterstellen, dass er homophob, transphob und irgendwas ist, obwohl man das überhaupt nicht ist. Die mag man nicht. Und das sagt man einfach so, hey, komm, ihr mit eurer scheiß Moralapostelei, was wollt ihr von uns? So. Und die mag man dann nicht. Ja. Dazu kommt bei den Wokies dann noch dieses, ja, Karl Schmidtsche Politikverständnis. Also es gibt nur Freund und Feind, und wer Feind ist, der muss bekämpft werden. Deswegen wirst du ja auch so hart angegangen. Du bist ein Linker. Du bist für diese Wokies quasi Konkurrenz. Also die Rechten sind für sie keine Konkurrenz. Die wissen, das sind sowieso ihre Feinde, die können sie sowieso nicht erreichen. Ihr alles Faschos, also alles rechts der CDU, alles faschistisch. Aber du fischst quasi in deren Lager, und das ist gefährlich für sie. Und deswegen bekämpfen sie dich so aggressiv. Ja, klar. Ihnen wäre es am liebsten, wenn Sie mich dorthin drücken könnten, dass ich halt rechts bin. Und dann weiß man, wo ich hingehöre, man weiß, wo Sie sind, aber das bekommen Sie niemals. Also das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich bin links, ich bleibe links und fertig. Sie können sich noch so aufregen und noch so. Wir haben Ihnen links überlassen, so den Begriff. So, es, da draußen gelten Sie eher als links als wir. So. Keine Ahnung, es gibt ja, die Leute unterscheiden ja auch so. Die sagen so, ja, ihr seid die Altlinken oder sowas. Die sind die Neulinken. Ich sehe das anders. Ich sehe uns als einfach die Linken und sie sehe ich halt als progressive Neoliberale. Als eigentlich Rechte. Ja. Also progressive Rechte, so irgendwie. Ja. Denk dran, was ich gerade zur Erkenntnistheorie gesagt habe. Die Woken, die denken einfach, sie legen fest, dass etwas so sei, und dann ist es so. Genau. Das heißt, Definitionen wie beispielsweise, dass links ist, wer sich für mehr Gleichheit einsetzt, die interessieren sie überhaupt nicht. Sie schaffen so eine irre Opferhierarchie, an deren Spitze sie letztendlich selbst stehen und nicht mal die irgendwie definierten Opfergruppen. Und schon haben sie quasi die Macht. Das ist eigentlich, wenn man es jetzt deskriptiv verwenden würde, eigentlich eine rechte Ideologie, aber sie wird halt nicht so wahrgenommen, und deswegen, ja, ist das halt jetzt im öffentlichen Diskurs so. Genau, Und das ist. aber wie, wenn es keine Objektivität gibt, können Sie das dann bestimmen, dass Sie das einfach so sehen? Weil alle anderen würden es ja dann nicht akzeptieren, aber irgendwie haben sich alle darauf scheinbar geeinigt, dass die sind, was sie sind. Oder nicht? Sie werden von den herrschenden Kräften unterstützt. Sie sind de facto an der Macht. Also die woke Partei, die es in Deutschland gibt, die Grünen, sitzt ja sogar in der Regierung. Da ist dieser ganze Zeitgeist gerade total woke. In den USA wird das von großen Firmen gepusht. Also diese ganzen Zertifizierungssysteme für Unternehmen, da gibt es mittlerweile eigene Rankings, die zeigen, wie sich Unternehmen an die woke Ideologie halten, und entsprechend dessen werden dann Kreditbedingungen verschärft oder weniger verschärft. Gibt's eins von diesen Rankings hatten ich und Zeller auch auf einem Video auf meinem Zweitkanal besprochen. Das ist ziemlich interessant. Also ja, bei Amazon beispielsweise. Also das ist jetzt nicht so ein Index, sondern das sind jetzt direkte Unternehmensentscheidungen bei Amazon. Da wurde beschlossen, dass Schauspieler nur noch die Identität vertreten dürfen, der sie auch angehören. Also Weiße dürfen nur noch Weiße spielen, Schwarze dürfen nur noch Schwarze spielen. Schwule dürfen nur noch Schwule spielen, Lesben dürfen auch noch Lesben spielen. Da hat es Wolfgang M. Schmidt vor 2 Jahren ein sehr gutes Video zu gemacht. Das zeigt dieses identitäre Politikverständnis.
Also einmal in doppelter Hinsicht. Man definiert irgendwelche Opfergruppen, also anhand identitärer Merkmale. Man nimmt da jetzt Schwarz und Weiß und LGBTQ, was eigentlich auch ein total bescheuerter Ausdruck ist. Ich meine, was haben Transpersonen mit Homosexuellen zu tun? Wieso ist das eine Community? Ja, weil die Woken-Ideologen das festgelegt haben. Das haben diese Menschen nicht selber entschieden. Ja, Hier ist ja nicht so, das dass ist ja auch der. eine Frage, warum das alles eine Bewegung ist, weil das ist ein breites Spektrum ist das. Ja, und da hat man alle in einen Topf gehaut, ja. So. Ja, auf jeden Fall bei Amazon darf jetzt jeder nur noch seine eigene sexuelle Identität spielen. Wie gesagt, guckt euch das Video von Wolfgang M. Schmidt von vor rund 2 Jahren an, wo wunderbar erklärt wird, warum das totaler Schwachsinn ist, warum das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ein Schauspieler eigentlich machen sollte, weil Schauspiel ja das Verstellen ist und das Vorgeben von Authentizität und nicht Authentizität. Man muss nicht dem entsprechen, was man da spielt. Das ist eigentlich ein völlig irrer Gedanke, der jedem, der da ein paar Minuten drüber nachdenkt, eigentlich sofort klar werden müsste. Aber ja, die Woken-Ideologen versuchen das halt durchzuprügeln. Und solange sie das Kapital auf ihrer Seite haben, solange werden sie das auch schaffen. Und Genau. aktuell ist der Zeitgeist so, aber das kann sich in ein paar Jahren ändern, wenn man das Ganze eher mit einer ja, rechtsnationalen Rhetorik rechtfertigen kann. Oder ja, oder einer marktradikalen Rhetorik. Es gibt ja auch so den Markt als so Identifikationsmerkmal nutzen wollen, die Libertären. Dann rechtfertigt man diese ja, neoliberale Politik, die man macht, damit. Also man kann es mit dem rechtfertigen, das, was man gerade braucht, womit man es nicht rechtfertigen konnte. Und das ist interessant. Das war das, was die alte Sozialdemokratie vertreten hat, nämlich Umverteilung. Umverteilung von den Reichen zu den Armen. Steigende Löhne, hohe staatliche Investitionen, niedrige Zinsen, Vollbeschäftigung. Also mit einer ja, Ideologie wie der sozialdemokratischen, die das schon im Zentrum hatte, konnte man das nicht rechtfertigen. Und mit der marxistischen, die den Kapitalismus ganz abschaffen wollte, ja sowieso nicht. Also das ist sehr interessant. Jetzt mit dieser Woken-Ideologie ist so ein progressiver Neoliberalismus erst möglich geworden. Also dass man so tut, als würde man sich für linke Inhalte einsetzen. Keine Ahnung, wir machen alle Grenzen auf. Jeder darf sein Geschlecht jeden Tag so oft wechseln, wie er will. Und ja, also solche eigentlich. So ein liberales Programm wird jetzt als links verklärt und schon hat man quasi eine gefügige Linke geschaffen, die Kapitalinteressen vertritt. Das hast du ja auch immer wieder besprochen. Genau. Ja, ich stimme zu. Ich würde nur das ändern und sie nicht Woke nennen, sondern Pseudowoke. Weil die echten Woken, wenn man zurückgeht in der Geschichte, die Kämpfe der schwarzen Bevölkerung in Amerika, die sich für ihre eigenen Rechte eingesetzt haben, die haben sich ja als Woke bezeichnet. Und sie sind die echten Woken und die waren tatsächlich auch Marxisten damals und die waren ja tatsächlich Sozialisten, ja. Aber das wurde dann natürlich übernommen, eben kapitalistisch übernommen und deswegen würde ich das jetzt Pseudo-Woke nennen, um es abzugrenzen von dem Begriff der Rechten gegen die Woken, weil die greifen ja die Pseudo-Woken und die andere Woke-Dings an. Das würde ich nicht machen, ich würde das klar trennen und sagen, wir reden von Pseudowoken, weil die richtigen Woken sind eigentlich in Ordnung. Ja, aber ich glaube, der Kampf, also da brauchen wir jetzt nicht noch um den Begriff kämpfen. Wir können froh sein, dass wir jetzt einen Begriff haben mit den Woken. Also Wieso? Ein Pseudo diese davor? progressiven Neoliberalen, die wollten sich ja nie begrifflich fassen lassen. Keiner wird gerne als progressiver Neoliberaler bezeichnet, das ist eine sehr lange Beschreibung. Deswegen hat man quasi darauf gewartet, dass es endlich so ein beschreibendes Wort gibt und jetzt haben wir Woke dafür eingeführt und das ist doch eigentlich schon mal ein Fortschritt. Vorher konnte man die ja gar nicht vernünftig fassen. Vorher hat man die ja Linksliberale genannt, was dem auch nicht gerecht wird, würde ich sagen. Denn Ja. eigentlich sind ja alle Parteien, die wir in Deutschland haben, liberal. Und links, ja, ist aktuell nur noch die Linkspartei. Und die zerlegt sich ja gerade selbst. Ja, und daraus entsteht eine Also, Sarah Wagenknecht-Partei wahrscheinlich, ja. ja, hoffentlich, hoffentlich. Es gibt in Deutschland ja keine vernünftige linke Partei mehr. In Österreich kommt jetzt die KPÖ hoch, aber also es sieht aktuell nicht sonderlich gut aus, was das politische Spektrum angeht. Ja, ich weiß. Also vor allem für uns Linke ist das einfach, ja. Ja, für uns ist das absolut nicht gut.
was soll ich sagen? Für uns ist das gar nicht gut. Aber ich glaube, dass es dennoch wichtig ist, ist schön, dass wir einen Begriff haben, um sie Woke zu nennen, aber auch dieser Begriff wird instrumentalisiert. Deswegen, also ich werde sie Pseudo-Woke nennen, um das zu differenzieren. Weil es gibt mir genug Linke da draußen, die wirklich, sage ich mal, auch auf der Seite Woke sind, aber nicht so kapitalistisch verblendet. Und die sagen dann einfach, wenn du denen sagst, ja, scheiß Woke, werden sie sagen, ach schau, der geht gegen uns Linke. Aber ich gehe nicht gegen die Linken, das ist nicht mein Punkt. Ich gehe gegen die kapitalistische Unterwanderung der Linken. Das ist mein Problem. Und das muss ich aber auch so kennzeichnen. Und da muss irgendein Begriff gefunden werden, um andere Linken klarzumachen, dass ich nicht sie angreife. Denn das tue ich ja nicht. Ja. Ja, was mir bei diesen Walken auch noch ganz gut aufgefallen ist, bei Daras Reaktion, ist, dass man mit dieser Ideologie wunderbar den westlichen Imperialismus rechtfertigen kann. Also man definiert dann einfach, weil man die Machtposition hat, ja, alle Medien, die dem folgen, was ich will, die sind glaubhaft, alle Medien, die dem nicht folgen, die sind unglaubhaft. Das heißt, die alternativen Medien, also die freien Medien, obwohl sie häufig konzernunabhängig sind, obwohl sie ja, durch Spenden finanziert sind und damit die größtmögliche Unabhängigkeit haben, denen darf man auf keinen Fall glauben. Ausländischen Medien auch überhaupt nicht. Und dann wird dann bei Medien wie Russia Today sofort das Argument gemacht, ja, das sind Staatsmedien, die vertreten natürlich die Interessen des jeweiligen Staates. Das gleiche Argument könnte man jetzt aber beispielsweise bei Ströer machen. Ströer gehört zum Beispiel T-Online. Und da ist doch klar, dass T-Online die Kapitalinteressen von Ströer vertritt. Also nach dieser Logik. Wenn man die gleiche Logik von Russia Today jetzt auf T-Online anwendet, oder von mir aus auch die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung gehört ja Springer und Springer gehört Matthias Döpfner, Friede Springer, KKR und dann noch ein paar anderen Aktionären. KKR ist eine amerikanische Heuschrecke und Matthias Döpfner ist ja deutscher Oligarch, von dem wir mittlerweile wissen, wie er denkt. Und Friede Springer hat ihre Stimmrechte auf ihn übertragen. Das heißt, KKR und Matthias Döpfner, die bestimmen bei Springer, wo es lang geht. Und anstatt da diese Logik jetzt anzusetzen, zu sagen, okay, ey, wenn Russia Today Staatspropaganda macht, wessen Propaganda macht dann Springer? Anstatt diese Logik anzuwenden, wird gesagt, nein, das sind ganz normale Medien, bei Springer vielleicht sogar noch weniger. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo die Rundfunkräte mit Politikern von CDU und SPD durchsetzt sind, also von Leuten, die die aktuelle Regierung total feiern. Da wird dann auch nicht gesagt, ja, Staatspropaganda, sondern da wird gesagt, nein, das muss man viel differenzierter sehen. Da sind doch noch welche aus der Zivilgesellschaft dabei und die arbeiten doch alle unabhängig. Hast du das neue Wirtschaftsformat von den Öffentlich-Rechtlichen mitbekommen? Nein. Das heißt, was kostet die Welt? Das ist stramm neoliberal und wird von der FAZ produziert. Also da wird neoliberale Propaganda für junge Zuschauer gemacht und das Ganze dann noch von der FAZ. Aha, nicht über die Öffentlich-Rechtlichen. Doch, Ach das so. ist ein Funkformat. Funk Oh Mann. lässt von der FAZ ein Format produzieren. Die haben auch ein furchtbares Video über die MMT gemacht. Da gibt es auf YouTube auch schon drei Reaktionsvideos zu. Könnt ihr euch mal umschauen, die das hier jetzt mitbekommen im Stream. Also das ist wirklich unglaublich, was die Öffentlich-Rechtlichen da für einen Unfug machen. Und ja, da wird natürlich nicht gesagt, ja, das ist Staatspropaganda. Da wird gesagt, nein, das muss man differenzierter sehen. Das ist, da muss man vorsichtig sein. Das kann man so einfach nicht sagen. Ja, ist FAZ plus Funk Querfront? Nee, gehören doch zur gleichen Seite. Ja, eigentlich schon, oder? Es ist ja, das ist ja irgendwie dieser Punkt. Elon Musk hat das irgendwann gemacht, hat irgendwie gesagt, weil man ja zu ihm gesagt hat, so hey, er wollte entfernen diese State-Affiliated Media, bei den Russen zum Beispiel oder bei Chinesen, das stand ja immer auf Twitter. Und ich kann mich erinnern, ich habe das schon vor einem Jahr oder wann, habe ich gesagt, so hey, wieso steht eigentlich bei denen State-Affiliated Media, aber bei ZDF, ARD nicht oder bei BBC oder bei was auch immer, ne? Und Elon Musk hat die gleiche Frage sich scheinbar gestellt und dann ist er hingegangen und hat gesagt, okay, ich schreibe jetzt auch unter die BBC State-Affiliated Media. Und die haben sich extrem aufgelegt. Die sind hingegangen, haben einfach gesagt, das kannst du nicht machen. Das ist ja unfassbar. Ja, so, und ich habe mir einfach gedacht, ja, na sicher kann er das machen. Wieso denn nicht? In So. einer vernünftigen Demokratie, wo das Mediensystem vernünftig reguliert ist, da sollte eigentlich gar nicht Elon Musk darüber entscheiden dürfen, wo State Affiliate Media steht. Da müsste sowas einfach verboten werden.
Twitter sollte nicht die Medien für uns einordnen, das sollten wir selber machen können. Ja, klar, natürlich. Und das ist ja auch so, wenn man sich dann anschaut, so was ja alles bei euch in Deutschland finanziert wird, so die Gegneranalyse, zum Ja. Beispiel vom Libmod und oder Modlib oder wie sie heißen, Liberale Moderne, ja, Zentrum Liberale Moderne und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man sich das alles anschaut, diese ganzen Volksverpetzer, Korrektive, diese ganzen Faktenchecker. Es ist ja alles irgendwie so, denk einfach nicht aus der Bubble. Denk nicht einfach aus der Bubble. Sobald du aus der Bubble denkst, wird einfach, kommt ein Faktenchecker und sagt, nein, 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 nein. Es ist ein falscher Gedanke. Aber wenn irgendwer innerhalb der Bubble Scheiße baut, dann ist das vollkommen egal. Darüber reden die Faktenchecker nicht. Also so, das interessiert sie überhaupt nicht. Keine Ahnung, so. Wenn jetzt Klimakleber zum Beispiel aktuell sind, dann wird es nicht einen Faktencheck von Korrektiv oder von Volksverpetzer geben, wer sind die Finanziers von ihnen? Von wem werden sie eigentlich gefördert? Von wem werden sie gesponsert? Zu wem haben sie Verbindungen? Mit wem sind sie verbandelt? Das werden sie einfach nicht einen Faktencheck darüber machen, sondern sie werden einen Faktencheck darüber machen, wenn jemand anderer herausstellen sollte, dass da irgendwas nicht stimmt. Eher würde das so funktionieren, dass sie dann hingehen und einfach sagen, ja, pff, die übertreiben vollkommen, wir machen jetzt einen Faktencheck, wir lassen, also so wie, eher so wie eine Abwehr funktionieren sie. Es gibt ja auch auf jeder Seite so 1000 Beiträge einfach so, wo steht, was über die Grünen gelogen wird, haben die Grünen das wirklich gesagt, sind die Grünen wirklich so, also es gibt so mehrere Videos, die das sagen und weißt du, was ich meine? Und man hat so das Gefühl, sie verteidigen die Grünen. So. Das Gefühl stimmt, glaube ich. Ja, Obwohl und man bei den Faktencheckern schon sagen muss, dass die, glaube ich, durch, also zumindest teilweise durch Spenden finanziert sind. Also das scheinen schon Überzeugungstäter zu sein. ja, wahrscheinlich. Es ist ja auch die Frage, so wenn man einfach so sagt, ja, aber bei uns sind die Medien eh divers und kritisch, in Deutschland zum Beispiel, ja. Da denke ich mir einfach so, hey, find mir ein Medium, das einfach zum Beispiel gegen die NATO redet. Das wirst du einfach nicht finden. So einfach von den großen Medien meine ich. Jetzt nicht irgendwelche Alternativmedien oder irgendwelche Kleinstmedien oder was auch immer. So, ich rede von den großen. Oder große Shows oder was. Hast du irgendwo irgendwas gesehen, wo jemand kritisch gegenüber der NATO war? So im letzten Jahr? Ich habe nichts gesehen. So. Ja, es gibt dann immer fünf Artikel, die hervorgezaubert werden. Also fünf von 50.000, damit man ein Ach so, Feigenblatt ja, hat, hinter okay. dem man sich verstecken kann. Okay, ja, alles klar. Ja, es gibt bestimmt fünf Artikel irgendwo, irgendwann, die niemand mitbekommen hat, ja. Aber ich so, wenn man von den großen Shows redet, Lanz, Maischberger, was auch immer, das ist ja alles irgendwie in eine Richtung, habe ich das Gefühl, oder? Wo wir schon bei der Freiheit der Medien sind, dass die Woken keine Freunde der Demokratie sind, erkennt man gerade daran, dass sie hier auch dieses Karl-Schmidt'sche Politikverständnis haben. Also dieses Politikverständnis, wer mein Feind ist, der sollte am besten gar keine Meinungsfreiheit haben. Das sieht man bei den Medien auch sehr gut. Denn Russia Today, das ist ja russische Staatspropaganda. Da würden wir beide ja übereinstimmen. Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem sollte man doch sagen, die sollten hier ihre Meinungsfreiheit haben. Ich meine, amerikanische Propaganda darf hier ja auch ohne Umtriebe gesendet werden. Da sagt ja auch niemand, lass uns die alle zensieren. Und denn wenn sowohl amerikanische Propaganda als auch russische Propaganda hier senden dürfte, dann würde auffallen, wer die Mittelposition hätte. Die Mittelposition, also ich finde beide Seiten schlecht und wir als Europäer sollten uns strategisch souverän machen. Die hast ja beispielsweise du. Das heißt, deine Position würde dann als die Position erscheinen, die die vernünftige ist, die eben in der Mitte liegt. Aber solange man russische Propaganda zensiert, wie das gerade passiert, erscheint deine Position beispielsweise als total extrem und russlandfreundlich, weil man eben die russische Seite gar nicht mehr zu sehen bekommt, gar nicht mehr sehen darf, weil hier eben auf offene Zensur gesetzt wird. Und das ist kein Mittel, was eine Demokratie eigentlich einsetzen sollte. Und jetzt müsste man von Linken, die für Frieden, die für Gleichberechtigung, die für Demokratie sind, eigentlich meinen, dass sie sich gegen so eine unfassbare Grundrechtseinschränkung, gegen so eine Verengung des Diskurses einsetzen. Was machen aber die Woken? Naja, Sie feiern diese Zensur. ja, Propaganda darf man ja nicht durchlassen. ich weiß, aber der Punkt ist, RT ist wirklich schädlich für Deutschland. Also ich kann Ja und? nachvollziehen, wenn man sie blockt. Also sie sind wirklich schädlich. So, ich empfinde sie als destabilisierend in Bezug auf Deutschland. Und wenn sie jemand dafür sperrt aus Deutschland, dann kann ich das schon nachvollziehen, weil ich mir denke, okay, warum soll ich mir von irgendwem anderen in mein
Narrativ, das ich hier verbreite, reinspucken lassen? Wieso soll ich mir sozusagen von jemandem bieten lassen, dass er mir hier irgendeine Scheiße erzählt, die meine Macht destabilisiert? Ja, genau, das meine ich ja. Das hat aber nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wenn man plötzlich die Meinungsfreiheit für die eine Seite einschränkt und für die andere alle Scheunentore öffnet und sie sogar noch fördert. Diese ganzen transatlantischen Thinktanks, die werden ja mit Geld vollgepumpt. Ja, Also weil sie das auf hat der ja nichts gleichen mit Seite, Demokratie und Meinungsfreiheit zu tun. weil sie auf der gleichen Seite stehen. Weil das einfach so Ja, eben diese genau. transatlantische Verbindung ist, wo man sagt, ich meine, die Bild-Zeitung, von der wir vorher geredet haben, bei Ihnen steht sogar die 5 Punkte der Bild-Zeitung, die 5 Leitlinien oder wie das heißt. Eine davon ist, wir sind transatlantisch, steht da drin. Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist irgendwie die Realität, in der wir leben. In Russland hast du es ja umgekehrt genauso. In China hast du es ja umgekehrt auch so. Ja, aber würden Russland und China da unsere Vorbilder sein? Nein, absolut nicht. Du, versteh mich Das nicht ist der falsch. Punkt. Ich sage nur, warum sie es tun. Ich sage nicht, dass ich dafür bin. Ja. Ja, ich weiß, Aber warum ich sie es wüsste. tun, aber es war doch nicht schon immer so. Es war doch nicht schon immer so, dass man hier gar nicht mehr sehen konnte, was die andere Seite sagt. Russia Today durfte hier ja bis zum Ukraine-Krieg senden. Diese Zensurgesetze, die sind knapp ein Jahr alt. Ja, Das ist klar. eine neue Entwicklung, eine neue Verschärfung der Zensur, die wir erleben. Genau. Und das sollte eine Linke eigentlich geschlossen kritisieren. Da sollte man sich geschlossen dagegen stellen. Ja, es ist ja auch so problematisch. Ich habe heute mir gerade ein Ding angeschaut über diesen Digital Service Act oder wie der heißt. Hast du das mitgekriegt? Wo es kommt irgendwie ein neues Gesetz, wo, wenn du irgendetwas auf Social Media postest, das auch zum Beispiel eine ungute politische Meinung ist, kann man einfach deinen Content entfernen. Okay, das also auf Twitter oder sonst wo. Und das ist einfach, das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist einfach, oder es ergibt schon Sinn, aber es ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Wenn plötzlich irgendwer kommt und sagt, ja, das, was du redest, das ist unangenehm, ich sperre dir den Kanal. Steht das da wirklich so drin? So in die Richtung, ja. Also so, das ist halt die Interpretation daraus. Ich kann es dir jetzt Ich hatte mir die raussuchen. Details noch nicht angeguckt. Schau, es gibt dort, dass man sagt, ja, wenn du Fakten verletzt, wenn du, wie war das genau, wenn du Fakten verletzt, wenn du eben gefährliche politische Meinungen hast, was ist eine gefährliche politische Meinung? Ist Antikapitalismus eine gefährliche politische Meinung? Ja, eindeutig. Geht doch gegen das herrschende System. Ja, aber der Punkt ist einfach, ich verstehe, wenn man einfach sagt, Faschismus ist eine irgendwie antidemokratische, gefährliche Dings, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen, das sehe ich auch so, ja. Und wenn man Faschismus verbietet, ja, das ist in Ordnung. Aber die Frage ist, wer beurteilt das und wer schränkt das ein? Weißt du, das ist das Problem. Wie weit werden sie dann gehen tatsächlich? Vor allem, welche Faschisten werden Sie einschränken? Genau, wer ist der Faschist, ist die Frage. Wie weit geht der Faschist? Ja? Ist auch jemand ein Faschist, der zum Beispiel sagt, weiß jetzt nicht, ich bin gegen Waffenlieferungen. Bist du dann ein Faschist? So, das ist die Frage. So. Das ist genau diese Erkenntnistheorie, die ich vorhin angesprochen hatte, subjektiver Idealismus. Man legt sich alles so, wie man es gerade braucht. Wenn man sagt, Faschist ist, wer für Frieden ist, dann ist das halt so. Wenn man, also solche Begriffe wie Friedensschwurbler Ja, genau. oder, also was da aufgekommen ist, das hat ja irgendetwas von Neusprech. Das ist doch keine vernünftige Diskussion und genau die wollen die es nicht. Es geht um Macht. Es ist dieses Karl-Schmidtsche Politikverständnis. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die Woken, die kennen keine neutrale Position. Die wollen gar keine neutrale Position. Die wollen hier die Faschos und da ihre Position. Alles, was dazwischen liegt, muss entweder zu ihrer Seite gezogen werden oder bekämpft werden. Weil es ist Extremismus. Ja. Ja, exakt. Und deswegen ist diese Ideologie so gefährlich. Und deswegen sollten wir als Linke da auch uns geschlossen gegen positionieren. Und ja, beim Volksverpetzer zu den Russland-Sanktionen ist mir vor einiger Zeit, weil du den angesprochen hattest, so ein interessanter Artikel untergekommen. Da wurde lang und breit aufgezeigt, wie schwach die russische Wirtschaft ist. Also zum einen, wie der Überfall von dort, also in der Überschrift stand, wie sehr die Sanktionen Russland schaden würden. Also ich habe es ne gerade nicht vorliegen, aber ich erzähle nur, was ich da gelesen habe. Das fand ich nämlich so ziemlich lustig. Und dann wurde zuerst dargelegt, wie brutal der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Russland die Demografie in Russland heute noch schädigt.
weil es dort eben so viele, ja, weil es dort eben so viele Männer gestorben sind. Und deswegen in Russland alle 20 Jahre die Bevölkerung relativ stark schwankt. Also bei jeder Generation. Verstehst du, was ich meine? Nicht ganz, nein. Ja, im Zweiten Weltkrieg, da wurden relativ viele Männer getötet. Genau. Das bedeutet, viele Familien konnten danach im Krieg logischerweise nicht mehr so viele Kinder kriegen. Und diese Delle bei jungen Männern, die hat man alle 20 Jahre. Aha, okay. Und dann, weil es dann weniger Kinder gekriegt wurden, halt auf beiden Seiten. Weniger Frauen, weniger Männer. Und das schadet halt den russischen, das schadet halt dem russischen Sozialsystem Aha, so meinst und du, dem okay. russischen Arbeitsmarkt, dass man immer diese zyklischen Schwankungen drin hat. Das ist Okay. auch in anderen Sowjetrepubliken so. Und dann wurde gezeigt, wie schlimm die Auswanderung nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs Russland geschadet hat. Also wie schlimm die Wirtschaft durch die Schocktherapie eingebrochen ist. Das wurde dann gezeigt. Also man hat, also die Wirtschaft von Russland ist da quasi kollabiert. Die Industrieproduktion ist von der Spitze um 60% bis zum Tiefpunkt 1999 eingebrochen. Das war für Russland eine einzige Katastrophe. Und das waren die zwei Argumente aus dem Artikel, warum die Sanktionen Russland so sehr schaden. Die russische Wirtschaft ist schwach, weil Russland vom Westen zweimal über den Tisch gezogen wurde. Das eine Mal durch den Überfall der Wehrmacht und das andere Mal dadurch, dass es halt den Kalten Krieg verloren hat und dann seine Märkte geöffnet. Okay, ja, und? Ja, so arbeiten diese Faktenchecker. Hast du das gemerkt? Also zwei Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass Russland mit dem Westen nie wieder zusammenarbeiten sollte. Das ist eine riesige strategische Fehlentscheidung, zwar irgendwann mal Kompromisse zu machen. Die werden jetzt benutzt, um zu belegen, wie schwach die russische Wirtschaft jetzt ist. Sie legen sich ihre Realität so hin, wie sie die gerade brauchen. Ja, das Das waren solche ähnlichen Argumentationslinien, wie wir sie bei Dara gesehen haben. Also, Genau, daran musste ich auch denken. was er den Rechten unterstellt, also keine Ahnung, Homosexualität führt zu Inflation. Solche Argumentationslinien pflegen die Woken selber. Sie bringen Punkte, die eigentlich gegen alles sprechen, was sie hier gesagt haben, und tun dann so, als würde es für ihre Seite sprechen, weil die Realität keine Rolle spielt, weil es ihnen nicht um die Realität, weil es ihnen nicht um Wissenschaft, nicht um Vernunft geht, sondern einfach nur um Macht. Absolut. Und ich dachte auch gerade daran, wo du das erzählt hast, wo er zu dir gesagt hat, dass du ein Schwurbler bist, weil du den Punkt vertreten hast, dass Medien uns beeinflussen und dass die Medien irgendwie eine bestimmte Agenda vertreten, sei das einfach die Agenda des Kapitalismus und der Profitmaximierung, und dass sie uns dahingehend sozusagen beeinflussen, ja, dass wir beeinflusst werden und dass unser Denken auch mitbestimmt wird von den Medien, die wir konsumieren draußen. Wo er dann gesagt hat, ja, das ist Schwurbel, so etwas gibt es nicht. Wo er dann auch versucht hat zu erklären, irgendwie wie es bei uns keine kapitalistischen Eliten gibt oder irgendwie Oligarchen, wie das nicht das Gleiche ist, wie so, es gibt bei uns keine Umsetzung der kapitalistischen Macht oder irgend sowas hat er gesagt, wo ich mir auch gedacht habe, hey, was, wirklich jetzt? Jeder bedeutende linke Intellektuelle wäre aus Sicht der Woken heute ein Schwurbler. Wenn du denen von Horkheimer und Adorno das Kulturindustriekapitel in Dialektik der Aufklärung geben würdest, dann würden die beiden sofort als Schwurbler verleumden. Das ist das Lustige. Viele dieser Woken-Ideologen, die haben sich gar nicht mit linker Theorie oder so beschäftigt. Die haben dann vielleicht ein paar Texte von irgendwelchen postmodernen Denkern gelesen und dann noch diesen Text von Umberto Eco zum Urfaschismus und halten sich dann für politisch aufgeklärt, gebildet und glauben, jedem anderen die Welt erklären zu können. Ja, und alle diese standardlinken Geschichten sind einfach Schwurbel. So, angefangen von, ja, einfach, du musst ja gar nicht anfangen, einfach Klassenkampf. Einfach diese ganze Geschichte mit Klassenkampf. Wenn ich mich hinstelle und einfach sage, hey, natürlich gibt es Kapitalisten, die gegen uns sind, die gegen unsere Klasse sind. Ihre Klasse ist gegen unsere Klasse und sie möchten ihre Macht ausbauen und unsere verringern, das ist logisch. Und dann wird aber gesagt, ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja gut, aber dann ist gesamt Marx eine Verschwörungstheorie, dann ist alles Verschwörungstheorie, dann ist die gesamte Linke eine Verschwörungstheorie. Und genau das wollen sie aber auch. Weil wie nützlich ist es für den Kapitalismus, wenn die gesamte Linke einfach nur Schwurbler sind? Ist das nicht praktisch? Weißt du, was ich meine? Ja. Was mir da gerade noch einfällt, was bezüglich Verschwörungstheorie, es wird ja immer gesagt, ja, der IWF, der
Wenn man den kritisiert, der will doch gar keine neoliberale Agenda durchsetzen, der will doch gar nicht kleine Länder arm machen und unter seiner Kontrolle behalten, Genau, wie genau. das beispielsweise in Argentinien oder Osteuropa jahrzehntelang passiert ist, aber der will das doch gar nicht, der will doch nur den Ländern helfen und da Korruption abbauen. Da kann ich das Buch hier empfehlen. Im Schatten der Globalisierung. Das ist auch nicht von einem bösen Schwurbler geschrieben, sondern von einem ja, relativ gemäßigten ja, Ökonomen, von Joseph Stiglitz. Das zeigt sehr interessant, wie der IWF in vielen Ländern vorgegangen ist, vor allem in Russland. Das hat er damals, als er bei der Weltbank gearbeitet hat, hautnah mitbekommen. Und was ziemlich lustig ist, er sagt, Korruptionsbekämpfung hat für den IWF sekundäre Bedeutung. Also Korruptionsbekämpfung ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass Unternehmen privatisiert werden, Klar. dass die Kapitalmärkte liberalisiert werden, dass diese ganzen neoliberalen Reformen durchgesetzt werden, dass der Staatshaushalt ausgeglichen ist. Das ist alles viel, viel wichtiger, als dass Korruption bekämpft wird. Genau. Also so beschreibt es jemand, der live dabei war, als in den ja, 90er Jahren in Russland das Land an die Oligarchen und an westliche Konzerne verschachert wurde. Ja. Und wenn man auch so, also wie gesagt, das wäre, wenn die Woken den lesen würden, würden die wahrscheinlich sofort nach 3 Seiten schreien, Schwurbler und aufhören. Ja, genau. Und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, mit diesem Schutzschalter im Kopf, dass sie ja keine Erkenntnis machen können und aus diesem Blödsinn ausbrechen können, in dem sie da stecken. So, die können das einfach nicht verlassen. So, es ist absurd. So, deswegen zu deiner Frage ganz am Anfang, wie erreicht man die? Gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab echt unironisch keine Ahnung. Ich bin hier jetzt seit 2 Jahren. Und ich habe zu diesen Pseudowoken geredet, ich habe zu den Rechten geredet, ich habe mit dem, was ich geredet habe, mehr Rechte erreicht, die dann Linke geworden sind, als Pseudowoke, die dann Linke geworden sind. Weißt du, was ich meine? Zumindest fühlt sich das so an. Ja. Ich habe das Gefühl, diese Leute kannst du nicht erreichen. So, sie hören dir zu, die sind in jedem Stream dabei, aber den letzten Gedanken so, okay, vielleicht stimmt hier irgendwas nicht, den wollen sie nicht gehen. Das ist so, ich verstehe es einfach nicht. Die Rechten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dieses Politikverständnis nach Carl Schmitt, das ist es, was aktuell die Woken haben, und das scheinen zumindest die Rechten, mit denen du geredet hast, weniger zu haben. Wie meinst du? Also beispielsweise der Ketzer der Neuzeit. Ja. Der hat dich ja nicht als Feind betrachtet, sondern der hat ganz sachlich mit dir geredet. Er hatte zwar so ein kleinbürgerliches Ideal, was in einer modernen kapitalistischen Industriegesellschaft schlicht nicht umsetzbar ist, aber er hat dich ja jetzt nicht als jemanden betrachtet, den man canceln, den man, was weiß ich, Genau. beseitigen sollte. Die Woken verleumden dich als rechtsradikal. Genau. Merkst du, dass die Woken sich eigentlich so verhalten, wie es die neue Rechte eigentlich tun sollte, jedenfalls laut ihrer eigenen politischen Theorie? Ja. Und die neue Rechte tut es ja auch. Die neue Rechte ist ja auch da draußen. Sie versuchen ja auch Leute zu canceln und so. Also so ist es nicht. Aber die Woken sind halt, also die Pseudowoken sind erfolgreicher, weil sie das Kapital aktuell auf ihrer Seite haben. Aber sie werden den Bogen so sehr überspannen, dass dann die Rechten drankommen werden und das Kapital wird sich auf die Seite der Rechten automatisch stellen, also die Konservativen. Und dann werden sie genau den gleichen Scheiß durchziehen. Da wirst du Ja, halt für andere das Dinge wird ein gecancelt. emergenter Prozess sein. Also, wenn die Rechten stärker werden, dann werden sich Teile des Kapitals immer mehr auf ihre Seite schlagen. Und es gibt ja auch eine rechtere Kapitalfraktion. In Ländern wie Russland ist die ja schon an der Macht. Also, das kann man ja ganz eindeutig sagen. Und das wird auch die Zukunft des Westens sein, gehe ich mal von aus. Ja, Also, so davon ein gehe ich aus. Nationalismus, so ein auf Wirtschaftskriege und Kriege aufgebauter Imperialismus, der lässt sich halt besser rechtfertigen mit: Wir müssen unsere Werte verteidigen, wir müssen unser Land verteidigen, wir müssen unseren Machtblock verteidigen, anstatt auf dieses abstrakte Verteidigen von Demokratie und Freiheit. Das wird zwar immer noch eine Rolle spielen, aber es wird wahrscheinlich auf Dauer an Bedeutung abnehmen, weil das einfach nicht zusammenpasst. Zu sagen, wir verteidigen Demokratie und Freiheit und dann überall Regime auf dieser Welt hochzurüsten, die auf der eigenen Seite stehen, beziehungsweise andere Länder mit Krieg und Wirtschaftskrieg zu überziehen. Naja, und wo wir gerade schon beim IWF und bei Wirtschaft waren, kommen wir doch zum zweiten Thema, zur Makroökonomik. Fangen wir mit den Russland-Sanktionen an.
Da ist das häufig, also um jetzt mal das neue Thema zu beginnen. Da ist das häufigste Argument, was man hört, ja, wir können jetzt keinen Handel mehr mit Russland treiben, denn wenn wir dahin Geld zahlen, wenn wir Öl von Russland kaufen, wenn wir Uran von Russland kaufen, wenn wir Gas kaufen, dann füllen wir Putins Kriegskasse. Das hört man doch relativ häufig in den Medien, oder? Das ist aber riesengroßer Schwachsinn, wenn man sich einmal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hat. Denn in Wirtschaftswissenschaften, da wird die monetäre Souveränität von Ländern bewertet. Da wird geguckt, ob sie eine eigene Währung haben, ob sie ihre Währung an, ob sie einen festen Wechselkurs haben, ob sie Schulden in Fremdwährung haben. All das wären Dinge, die monetäre Souveränität einschränken. Und Russland hat von dem fast nichts. Also es hat ein bisschen Schulden in Fremdwährung, aber es hat einen freischwankenden Wechselkurs. Und es hat eine eigene Währung, die es beliebig nachdrucken kann. Das heißt, selbst wenn der Handel mit Russland stark eingebrochen wäre, was er nicht ist, da Russland jetzt einfach nur seine Handelswege umswitcht, mehr auf Asien und weniger auf Europa, selbst dann könnte Russland beliebig Rubel drucken, um diesen Krieg zu finanzieren. Wenn man sich einmal mit der MMT auseinandergesetzt hätte, wüsste man das. Ist auch eine Wirtschaftstheorie, die eher von Linken vertreten wird. Aber sowas wollen viele Menschen einfach nicht wahrhaben. Sowas wird auch in den Medien nicht erklärt. Da wird dann erzählt, wenn wir Russland weniger Geld zahlten, dann würden dort die Einnahmen sinken und der Krieg wäre schwieriger zu finanzieren. Was riesengroßer Schwachsinn ist. Ja, aber wenn du das den Menschen erzählen würdest, wie MMT funktioniert und ihnen das erklären würdest, dann könntest du sehr viele, sage ich jetzt mal, Propagandawege, um Wirtschaft zu verschleiern, nicht mehr aufrechterhalten. Dann müsstest du, dann könntest du zum Beispiel nicht mehr diesen Trick fahren, so wenn dir jemand sagt, hey, wir brauchen mehr Geld für die armen Menschen, so wer soll das bezahlen? Dann kannst du nicht mehr solche Tricks machen, ja? Oder der Staat muss Steuern einnehmen, so wenn man den Leuten sagt, du bezahlst mit deinen Steuern die Flüchtlinge. Das ist nicht, wie das funktioniert. Mit Steuern Vor allem, bezahlt man nicht irgendwas. Aber wenn du das erklären würdest, dann würden alle diese Geschichten würden nicht mehr funktionieren. Plötzlich müsste man sich dann fragen, na gut, warum zahle ich dann die Steuer? Ja, Moment einmal, aber warum, wenn sie Geld schöpfen können, so wie man das ja ganz klar gesehen hat, bei den 100 Milliarden für die Ukraine, da hat man ja einfach gesagt, okay, Sondervermögen. für die Bundeswehr. Sondervermögen einfach. Ja, man kann Geld schaffen oder damals für Corona-Hilfen, ja, wo man plötzlich, was war das, 700 Milliarden einfach so erschaffen hat, so 2 Monate nach Pandemiebeginn oder wann das war, so irgendwas. Und ja, weißt du, was ich meine? So Geld kann man erschaffen, aber wenn man das den Menschen erklären würde, dann müsste man halt fragen, okay, was passiert sonst? Also warum wird uns das aber anders erzählt? Was ist denn hier? Und das ist sehr problematisch, glaube ich, für die Herrschenden in dem Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber was sind denn die eigentlichen Funktionen von Steuern, muss man sich dann fragen? Also erstmal, also jetzt laut der MMT, um das nochmal kurz zu erklären, dann werden sich ja viele natürlich fragen, hä, wofür zahlen wir denn dann Steuern? Genau. Nun, einmal, um das staatliche Währungsmonopol durchzusetzen. Ein Staat, der sein Währungsmonopol noch nicht durchgesetzt hat, der braucht auf jeden Fall Steuern, um überhaupt eine Nachfrage nach der Währung zu erzeugen, damit die Leute diese Währung annehmen. Dann zweitens, um die Konjunktur zu steuern. Also um zu steuern, ob die Wirtschaft, also wenn die Wirtschaft überhitzt, dass sie eben nicht mehr überhitzt. Dann um die Inflation zu, also um die Inflation zumindest in eine gewisse Richtung zu beeinflussen. Wenn die Konjunktur überhitzt, dann schießt die Inflation in die Höhe. Das will man nicht. Also besteuert man. Und viertens, um Verbraucherverhalten zu lenken, um dafür zu sorgen, dass, also beispielsweise durch eine CO2-Steuer, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, durch eine Tabaksteuer, dass weniger Zigaretten konsumiert werden. Und dann gibt es noch einen Zweck, nämlich die Einkommens- und Vermögensverteilung zu lenken. Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer schadet man vor allem den Armen, durch eine Erhöhung der Vermögensteuer oder der Erbschaftssteuer oder der Kapitalertragssteuer vor allem den Reichen. Durch eine Erhöhung der Sozialbeiträge ist jetzt keine Steuer, aber ist die gleiche Logik, schadet man vor allem der Mitte. Weil es da die Beitragsbemessungsgrenze gibt, sodass die Reichen da eben nichts mehr drauf bezahlen müssen am Ende. Ja, also Steuern sind zum Steuern da, im Endeffekt. Ja, Ja, exakt, genau. exakt. Genau. Danke, dass du das erklärt hast, weil viele Leute wissen das tatsächlich nicht, ja. So, ja.
Ich sage ja, wenn du da ein bisschen ausführlicher drüber reden möchtest, könntest du mal Maurice Höfgen oder MMT mit Jan, das ist auch so ein kleiner YouTuber, der sich damit häufig beschäftigt, einladen. Also, die könnten dir das dann noch ausführlicher erklären. Wir wollten ja jetzt erstmal allgemein über Makroökonomik reden. Ja, Maurice Höfgen war schon mal hier, ist schon länger her. Da hat er das eh schon mal erklärt. Genau. Aber der ist ja irgendwie so bekannt dafür, der schreibt ja auch Bücher darüber und so. Ja, genau. Ich kenne die MMT und diese ganzen Geschichten, aber ich bin da jetzt nicht so drin. Das ist jetzt nicht mein Hauptfokus. Da gibt es euch andere, die euch darum kümmert. Ja. Also die MMT ist so eine Synthese aus Keynesianismus und Chartalismus. Chartalismus ist einfach die Lehre davon, dass der Staat das Geld bereitstellt. Also dass das nicht aus dem Markt entstanden ist, dass das nicht natürlich entstanden ist, sondern dass das ein Konstrukt der Rechtsordnung ist. Also der Staat legt fest, das ist die Währung, hier erhebe ich meine Steuern drin, nehmt die gefälligst alle an. Das ist Chartalismus, mehr oder weniger ganz knapp erklärt. Keynesianismus ist jetzt diese ökonomische Lehre, die von John Maynard Keynes entworfen wurde. Er hat seine, Das ist das, was ja, in wir in seiner alten, Deutschland quasi als die soziale Marktwirtschaft kennen, ein bisschen in die Richtung. ja, das ist dann die ökonomische Umsetzung. Also Ja. musste man zwischen ökonomischer Theorie und Umsetzung unterscheiden. Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Keynes in seiner allgemeinen Theorie sich vor allem eine Frage gestellt: Wieso herrscht keine Vollbeschäftigung? Und was kann der Staat machen, um für Vollbeschäftigung zu sorgen? Da hat er gesagt, das Problem ist die schwankende gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Die Sparquote sorgt dafür, dass die Haushalte immer einen Teil sparen und aus dieser Ersparnis folgt nicht automatisch eine Investition der Unternehmen. Es gibt keinen Wirkungskanal, der dafür sorgt, dass die Ersparnisse der Haushalte auch investiert werden. Denn wenn die Haushalte die zur Bank tragen, dann sorgt das nicht dafür, dass die Banken mehr Kredite vergeben. Das ist ja so eine Annahme der Neoklassik. Die Haushalte tragen ihre Ersparnisse zur Bank, daraufhin sinken die Zinsen und daraufhin wird mehr investiert. Das ist in der Realität vollkommener Schwachsinn. In der Realität legen einfach die Zentralbanken die Zinsen fest. Zwar unabhängig davon, wie viele Ersparnisse vorhanden sind. Und die Banken erschaffen Geld aus dem Nichts, was für Investitionen benötigt wird. Das heißt, in der Realität sorgen mehr Investitionen für mehr Ersparnis. Und so rum hat Keynes es dann auch hergeleitet. Das sogenannte Sparparadoxon. Eine Volkswirtschaft kann ihre Ersparnisse nicht steigern, wenn nicht mehr investiert wird. Also, wenn sie versucht, ihre Ersparnisse zu steigern, dann kann es sogar sein, dass der Wert der Ersparnisse sinkt, obwohl mehr gespart wird. Und Aber was ist mit der großen Frage, wenn man sehr viel Geld druckt, weil MMT ist so, wenn man Geld braucht, druckt man Geld. Da sagt man aber, die Inflation wird extrem hoch gehen. Was ist damit? also die Inflation, die wird anhand der Kosten, die die Unternehmen für ihre Produkte haben, festgelegt. Also es gibt ja drei mögliche Erklärungen für Inflation, wenn man sich mal anguckt, woraus die Preise bestehen. Zum einen die Kapitalgewinne der Unternehmen. Dann die Importpreise, die eine Volkswirtschaft für ihre Rohstoffe zahlen muss, und dann die Löhne, beziehungsweise die Lohnkosten. Und Unternehmen, die setzen die Preise halt langfristig anhand der Lohnkosten. Denn wir müssen, also der Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität. Und wir müssen uns mal fragen, was passieren würde, wenn die Löhne gar nicht mehr steigen würden und nur noch die Kapitalerträge steigen. Dann würde die Nachfrage eben nicht mehr weiter steigen, weil die Nachfrage, die kommt hauptsächlich von den Löhnen. Das heißt, wenn die Löhne nicht steigen würden, dann konnten die Unternehmen ihre Kapitalerträge nicht immer weiter überproportional steigern, denn irgendwann würde die Nachfrage für die Produkte fehlen. Genau. Das heißt, das kann nur temporär zu Preisschüben führen. Genauso höhere Rohstoffpreise. Höhere Rohstoffpreise führen dazu, dass diese Rohstoffe, wenn sie irgendwann zu teuer werden, wegsubstituiert werden oder dazu, dass das Leistungsbilanzdefizit so groß wird, dass die Währung abwertet und dann mehr inländische Produkte oder Rohstoffe bezogen werden. Also die einzige langfristige Erklärung, die es für Inflation geben kann, ist ein stärkeres Wachstum von Löhnen über der Produktivität. Die Inflation ist langfristig gleich der Änderung der Lohnstückkosten. Also Löhne ins Verhältnis zur Produktivität, das sind die Lohnstückkosten. Und das bestimmt langfristig die Inflation, die Steigerung dieser Größe. Hast du das verstanden? Ja, ich hoffe, habt ihr im Chat das verstanden? Weil ich werde das immer Ich frage nur, gefragt weil und das ich ein kann bisschen das viel auf nicht so. einmal war. Na, also ich konnte dir folgen, aber der Punkt ist, ich werde das immer gefragt und ich kann das nicht so gut erklären wie du. Also das ist der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Und genau, das heißt, Gelddrucken an sich erhöht nicht die Inflation, oder wie? Nein, definitiv nicht. Also
Was wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, ist ja, dass im Euroraum die Geldmenge M0 viel, viel stärker, also es gibt 4 verschiedene Geldmengen, M0, M1, M2 und M3, und ich beziehe mich jetzt auf M0, viel, viel stärker gestiegen ist als das Preisniveau. Also selbst wenn man die hohe Inflation der letzten beiden Jahre noch mit dazu rechnet. Also, und jetzt sinkt die Geldmenge, aber trotzdem ist die Inflation noch nicht gesunken. Also jetzt zu sagen, steigende Geldmenge führt zu mehr Inflation. Dazu gibt es erstens theoretisch keinen Wirkungskanal und zweitens kann das empirisch nicht beobachten. Es gibt Zeiträume, da gibt es zwar empirisch eine Korrelation, aber das heißt, also Korrelation ist ja auch nicht gleich Kausalität. Ja. Und wenn man sich dann die Zeiträume wie halt die letzten 10 Jahre anguckt, dann ist nicht mal mehr eine Korrelation da. Ja, nächste Frage, die gefragt wird, aber wenn die Löhne immer weiter steigen, warum sinkt dann zeitgleich die Kaufkraft? Die Löhne steigen im Moment langsamer als die Inflation, deswegen sinkt die Kaufkraft. Also aktuell haben wir eine Situation, da sind die Importpreise für Rohstoffe sehr stark gestiegen, wegen unserem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und zweitens, weil die Unternehmen Übergewinne gemacht haben. Die haben letztes Jahr die Preise stärker erhöht, als ihre Kosten gestiegen sind. Das heißt, wir haben letztes Jahr deswegen einen temporären Preisschock gesehen. Das kann keine dauerhafte Erklärung für Inflation sein. Inflation bedeutet immer ein gegenseitiges Aufschaukeln von Löhnen und Preisen. Eine Erhöhung der Kapitalgewinne führt zwar zu einer Steigerung der Ungleichheit, hat jede Menge negative Auswirkungen, führt zu einem geringeren Wachstum, führt dazu, dass die Nachfrage einbricht. Also es ist schlecht für eine Wirtschaft. Ich will das jetzt nicht schönreden oder so, ich will nur die Auswirkungen auf die Inflation erklären. Aber es sorgt nicht für eine dauerhaft höhere Inflation. Es kann zu temporären Preisschocks führen, wie letztes Jahr. Das Gleiche gilt für eine Erhöhung der Importpreise, aber es führt nicht zu einer dauerhaften Inflation. Eine dauerhafte Inflation kann es nur geben, wenn die Löhne schneller steigen als die Produktivität. Und das haben wir aktuell eher nicht. Okay, aber die Frage ist dann, wenn das tatsächlich alles so ist, kann man das irgendwie so zusammenfassen, dass Inflation eine Folge von zu motivierter Ausbeutung ist? Oder Nein. Profitsteigerungsgier? Das war ein temporärer Preisschock. So, wir Okay. können einmalig die Preise steigen und wenn die Kapitalgewinne sogar dauerhaft so hoch bleiben, dann hat das auch Folgen für die Verteilung. Also dann stecken sich die Kapitalisten dauerhaft mehr in die Tasche, ohne dass das eine Folge auf die Inflation hat. Die Inflation meint die Steigerung der Preise in Relation zum Vorjahr. Das Aha, heißt, okay. wenn sich heute die Kapitalgewinne steigern, wenn die Kapitalisten so wie letztes Jahr sagen, so, wir schnappen uns jetzt mal einen viel stärkeren Batzen an dem, was an Wohlstand dazukommt oder an dem, was schon an Wohlstand da ist und steigern jetzt einfach mal die Preise und das dann beibehalten, dann steigen die Preise einmalig. Die Kapitalisten schnappen sich dauerhaft einen höheren Anteil an dem, was erwirtschaftet wird, aber das ist dann keine Inflation. Es ist ein temporärer Preisschock und die Preise bleiben auch dauerhaft erhöht. Aber Inflation heißt nicht, dass die Preise hoch sind. Inflation heißt, dass die Preise immer weiter steigen. Genau. Das heißt, wenn ich eine Inflation von 2% will, dann müssen die Lohnstückkosten langfristig auch um 2% pro Jahr steigen. Sonst Das funktioniert das ist nicht. quasi wie der Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ja, Ja, exakt. genau. Und sag mal, so, du beschäftigst dich viel mehr mit Wirtschaft als ich, und das merkt man auch. Der Punkt ist nun mal folgender. Mir kommt immer, wenn ich mich mit Wirtschaft beschäftigt habe und diese kapitalistische Wirtschaft mir zuführe, wie sie die Welt erklären. Das ist doch alles Beschiss. Das ist doch alles so. Ich habe das Gefühl, die gesamte Wirtschaftslehre, die wir hier haben, dient nur der Umverteilung von unten nach oben. Es ist ein bisschen so eine komplett verkehrte Erklärung, so dass Wirtschaft nicht mehr als Wirtschaft funktioniert, sondern als fast ein Enteignungsinstrument. Weil wenn man Wirtschaft logisch denkt, so, sie sollte dafür genützt werden, dass sie möglichst viele Menschen mit Rohstoffen oder was auch immer versorgt, damit alle Bedürfnisse befriedigt werden. Das sollte eine Wirtschaft machen. Kapitalismus macht das nicht. Kapitalismus tut das Gegenteil. Er nimmt den Leuten Ressourcen weg. Der sozusagen gibt dir nur so viel, dass du überleben kannst. Manche lässt er einfach verrecken, andere lässt er obdachlos werden, der gibt ihnen nichts. Er schaut überhaupt nicht darauf, sondern er schaut darauf, dass sich die gesamte Macht oder das ganze Kapital in den Händen von immer weniger Leuten versammelt, je länger die Zeit geht. Das ist doch kein Wirtschaftssystem. Was ist das? Das ist ein Machtsystem irgendwie. Siehst du das auch so, Ja, oder?
Ja, selbstverständlich. Aber meiner Meinung nach bräuchte es da halt einen starken Staat, der für höhere Steuern sorgt, der dafür sorgt, dass die Löhne so stark steigen wie die Produktivität. Dann kriegen nämlich die Arbeiter den gleichen Anteil an der Produktivität wie die Kapitalisten. Also dann steigt die Ungleichheit zumindest nicht weiter. Und der dafür sorgt, dass große Vermögen vernünftig besteuert werden, der dafür sorgt, dass wir einen Sozialstaat, ein Sozialsystem haben, der vernünftig investiert, der für Vollbeschäftigung sorgt. Das war ja das, mit dem Keynes sich beschäftigt hat. Wenn man keine Vollbeschäftigung hat, dann liegt das an mangelnder gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Und die Lösung ist halt, dass der Staat immer, wenn die Konjunktur schwächelt, wie jetzt im Moment, die Zinsen so stark wie möglich senkt und konjunkturell aufs Gas tritt, also einfach Geld ausgibt. Aber das tut die Regierung nicht. Also aktuell passiert das Gegenteil. Also wie gesagt, du hast ja gerade ganz grundsätzlichen Kapitalismus angesprochen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ich habe ja jetzt Lösungen angeboten, die sich innerhalb dieses Wirtschaftssystems beschäftigen. Marxist würde natürlich sagen, ja, Kapitalismus kann man gar nicht retten, den muss man grundsätzlich abschaffen. Das sehe ich nicht so. Aha, Wie siehst du interessant. das? Also für Meinst mich. du, den muss man komplett abschaffen? Absolut, weil das, was du gerade gesagt hast, nämlich der Staat muss den Kapitalismus beschränken, das kann der Staat doch gar nicht, das zeigt er doch. Erstens deswegen, also er könnte es natürlich selbstverständlich, also wenn er seine Macht nützen würde und sagen würde, so, wir machen das jetzt, könnte er das. Nur der Punkt ist, du hast eine Masse an Lobbyisten, du hast eine Masse von korrupten Politikern, du hast eine Masse an Bestechungen, du hast eine Masse an Erpressung medial und wirtschaftlich, so in die Richtung zum Beispiel so, ja, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, gehen wir in andere Länder und dann habt ihr hier nichts, dann bricht alles zusammen, dann geht das, die Arbeiter, die übrig bleiben, gehen dann auf euch los, ja, auf die Politik. Oder wenn du irgendwie eine antireiche Politik machst, dann kommen einfach die kapitalistischen Medien und schreiben dich einfach so, was auch immer du willst, zu einem Rechtsextremen, zu einem, such dir was aus. So. Sie schreiben dich einfach dazu und dann hast du einfach Pech gehabt. Und ja, also das heißt, der Kapitalismus ermächtigt sehr viele Menschen, die Kapital besitzen, sich dafür einzusetzen, dass das so bleibt und verhindern eigentlich eben den demokratischen Weg. Indem sie einfach da eingreifen auf ihre Art. Jetzt kann man das aufhalten, indem wir unten, die Wähler, uns das alle komplett bewusst werden würden. Das heißt, wenn wir komplett uns dessen bewusst werden würden, was für ein Spiel gespielt wird, könnte man das tatsächlich ändern. Weil da könnten wir Politikern sagen, hey, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Solange du dem Kapitalismus zusagst, wähle ich dich nicht, du kannst es vergessen. Und sie hätten gar keine andere Wahl, als das zu ändern. Aber der Kapitalismus muss weg, weil solange er da ist als Wirtschaftsform, wird er immer nur dem dienen, dass Demokratie unterwandert wird und immer weniger Demokratie da ist und immer mehr Monopol. Das ist einfach, wofür er sorgen wird. Früher oder später, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, aber es hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Jahrzehnte ganz gut funktioniert. Wir hatten ja zumindest in Ja. Westeuropa Vollbeschäftigung, sehr hohes Wachstum. Wieso hat das da funktioniert? Könnte man diese, also meiner Meinung nach liegt es daran, dass damals eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht wurde. Und wenn so eine Wirtschaftspolitik wieder an die Macht gewählt würde, sei es jetzt mit einer Wagenknechtpartei oder wie auch immer, dann könnte man so eine Politik wieder machen. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Oh, könnte man. Nur das Problem ist genau das, was macht man gerade mit Wagenknecht? Wagenknecht würde das ja machen. Aber der Punkt an der Geschichte ist jetzt, was hast du mit Wagenknecht? Sie ist eine Putin-Marionette, Wagenknecht ist eine Schwurblerin. Du hast da draußen sofort eine Kampagne, die Wagenknecht vollkommen diskreditiert. Genau weil sie das machen will. Genau dafür wären ja die Öffentlich-Rechtlichen da, um dann wieder für neutrale Berichterstattung zu sorgen und da quasi Fakten dagegen zu setzen. Und es Das. gibt ja auch eine breite alternative Medienszene, die ja auch eine Gegenöffentlichkeit bildet. Und ja, im Falle eines Wahlsieges müsste man die Öffentlich-Rechtlichen dann so reformieren, dass sie wieder neutral die Welt erklären und darüber berichten, anstatt Propaganda zu machen. Ja, das wäre super. Nur die Frage ist, wer bringt sie dazu? Es kann ja nur das Volk sein im Endeffekt. Es kann ja nur Ja. der demokratische Souverän sein, der einfach sagt, okay, yo, Also, das geht so nicht. ich stelle Ja. jetzt mal eine steile These auf. Ich würde sagen, für so eine Politik, wie ich sie gerade skizziert habe, hast du wahrscheinlich eine Mehrheit in Deutschland. Für die Abschaffung des Kapitalismus hast du wahrscheinlich keine Mehrheit, weil das einzige große Alternativprojekt, was es bisher gab, die Sowjetunion, die ist ja gescheitert.
Also es gab ja schon mal eine Alternative zum Kapitalismus und die ist untergegangen, der ist an ihren inneren Widersprüchen zerbrochen, aber der Kapitalismus noch nicht. Naja, ja, aber schau, wie soll ich das erklären? Dein Punkt ist auf jeden Fall der, der mehr Anklang finden wird. Du, wenn du diese Schiene fährst und das so erklärst, werden viel mehr Menschen, es gibt da eine Masse Menschen, da, so, schau, die meisten Leute sehen, dass der Kapitalismus scheiße ist, aber die sagen, den muss man reparieren, reformieren. Ich sage, klar, das ist ein guter Weg, das ist ein guter Anfang, aber wenn er bleibt, wird er das wieder rückgängig machen. Du kannst jetzt einfach sozusagen wieder dem Kapitalismus diese, wie sagt man, Fußfessel anlegen, so in die Richtung, so okay, die Reichen zahlen jetzt mehr Steuern, wir haben bessere Arbeiterrechte, ihr müsst denn höhere Löhne, dies, das, jenes. Entweder die verpissen sich in andere Länder, aber sagen wir, das tun sie nicht. Ja, ist es nur eine Frage der Zeit. Von da an läuft die Uhr. Wann sie einen Politiker an die Macht bringen, der für die Kapitalisteninteresse arbeitet, wie lange dauert es, bis man das Volk mit Medien einfach so lange beschießt, bis sie einfach ihre Meinung ändern und sich einfach denken, oh, Leistung muss sich lohnen. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass es wieder umkehrt. Gerade weil diese Geschichte passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man Zugeständnisse gemacht hat, auch wegen der Sowjetunion, weil man gesagt hat, da drüben ist die Sowjetunion, konkurrierendes System. Wir können hier nicht auf der anderen Seite der Mauer einfach so Jakarta-Kapitalismus fahren, wo wir einfach so, oder Südamerika-Kapitalismus insgesamt, so, wo wir einfach Leute praktisch erschießen, wenn sie es ist so nicht wie ein Hungerlohn arbeiten wollen. Das können wir nicht machen. Also machen wir es so genau da an der Grenze. Zur DDR machen wir den großen blühenden Kapitalismus, der dir alle seine Schönheit zeigt, ja? Weil selbst dann die Leute in der DDR sagen, hey, schau dir das an, das ist ja viel cooler als der Scheiß, den wir hier haben, ja? Irgendwer hat da mal dazu gesagt zu diesem Thema, und dann, ja, was ist dann passiert? Dann sind die Neoliberalen gekommen und plötzlich hat das angefangen, einfach sich zu drehen und zu shiften. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, jetzt ist die Sowjetunion weg, okay, jetzt können wir voll aufdrehen, fuck that. Wir sind eh die Einzigen, die noch da sind. Und das ist jetzt das wahre Gesicht des Kapitalismus, das kommt. Und du kannst ihn vielleicht wieder irgendwie einschränken, aber das wird er sich erstens nie wieder, er wird nie wieder zulassen, dass du ihn einschränkst. Weil sie haben auch daraus gelernt. Und selbst wenn du es schaffen würdest, tickt die Uhr und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder in die andere Richtung geht. Ja? Du hast natürlich recht, dass kurzfristige Kapitalinteressen dazu führen könnten, dass ja wieder so eine neoliberale Politik durchgesetzt wird. Man sieht das da jetzt beispielsweise in Russland, das sich vom Westen zwangsweise abgekoppelt hat, abgekoppelt wurde, wie man es jetzt formulieren möchte, dass diese neoliberale Politik trotzdem fortgesetzt wird. Die haben immer noch ihre unabhängige Zentralbank, die haben immer noch niedrige Steuern für Reiche, die haben immer noch eine schwache Lohnentwicklung. Aber und das, obwohl der Westen, westliche Institutionen da nichts mehr zu sagen haben. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Staaten, die eher diese keynesianische Politik fahren, die haben einen Vorteil in der internationalen Konkurrenz. Ich meine, China konnte seine gigantische Entwicklung, also sein riesiges Wachstum in den letzten 30 Jahren nur erreichen, weil es alle Ratschläge vom IWF ignoriert hat. Das hat seinen Wechselkurs nicht frei schwanken lassen. Das hat nicht auf eine unabhängige Zentralbank und stark schwankende Zinsen gesetzt. Das hat auch nicht die Löhne frei verhandeln lassen, sondern es hat dafür gesorgt, dass das Lohnwachstum gerade so hoch war, dass es eine niedrige Inflation gab, ähnlich niedrig wie in den USA, und hat dann den Dollar an den Yuan gekoppelt. Hat dann seine Währung fest an den Dollar gekoppelt, hat dadurch für stabile monetäre Bedingungen gesorgt. Die Zinsen waren stabil, sie waren deutlich, also die nominalen Zinsen waren deutlich unterhalb der nominalen Wachstumsrate. Und die Nachfrage ist stabil gestiegen. Das waren stabile Bedingungen, unter denen eine Marktwirtschaft wachsen und ja wirklich ein riesiges Wachstum erzeugen konnte. Und dadurch ist Chinas weltpolitische Bedeutung, die es heute hat, überhaupt erst entstanden. Ohne dieses Wachstum wäre China heute immer noch ein ja, relativ unbedeutendes Entwicklungsland. Das hat es dadurch geschafft, indem es diese keynesianische Politik gemacht hat, die auch in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben wurde. Also das waren die Frontstaaten im Kalten Krieg, also Deutschland, Südkorea, Japan. Das waren die Frontstaaten, in denen so eine Politik damals gemacht wurde, in denen diese Bedingungen künstlich von außen geschaffen wurden. Durch das Bretton Woods-System hatte die Bundesbank in Deutschland bis in die 70er Jahre nichts zu sagen. Sie hat die Zinsen extrem niedrig gehalten und damit den Aufschwung der deutschen Wirtschaft begünstigt. Also
Es galt für eigentlich jede westliche Notenbank. Alle mussten sich nach dem richten, was die Fed gemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen wirklich unglaublichen Aufschwung hatten. Und ein Land, das heute so eine Politik fahren würde, das würde von selber so einen Aufschwung erleben. Und ein Land, was groß genug ist wie China, das kann solche Bedingungen von selber schaffen. Auch ein Land wie Russland könnte solche Bedingungen von selber schaffen. Aber kleinere Länder, die extrem auf Importe angewiesen sind, die vielleicht sogar Kredite beim IWF haben, die können das nicht. Da wäre es sinnvoll, wenn europäische Regierungen sie dabei unterstützen würden, dass sie eine solche Politik fahren. Also da wäre es beispielsweise sinnvoll, dass die EZB über Wechselkurskoordination dafür sorgt, dass die Währungen von Schwellenländern stabilisiert werden. Beispielsweise. Ja gut, aber was ist dein Ziel? Mein Ziel ist, dass wir friedlich zusammenleben, dass die Weltwirtschaft immer weiter wächst, dass der Wohlstand immer weiter wächst. Also, dass wir quasi erstmal zurück, und zwar nicht nur in den Industrieländern, sondern auf der ganzen Welt zum Zustand des Jahres 1970 kommen. Ja, Also, genau, das okay. ist mein Ziel, dass das, was in den westlichen Industrieländern in den 60er, 70er, Anfang der 70er Jahre noch die Realität war, dass das überall auf der Welt Realität wird. Und in China ist es zumindest wirtschaftspolitisch jetzt schon Realität. China hat durch diese kluge Wirtschaftspolitik einen großen Vorsprung gegenüber anderen Ländern, die sie eben nicht betrieben haben. Ja, aber China und Russland haben ihre Rollen nicht getauscht. Also früher war Russland wesentlich stärker als China nach dem Zerbrechen der Sowjetunion. Jetzt ist China viel, viel stärker als Russland. Die haben ihre Rollen nicht getauscht wegen irgendwelcher exogener Faktoren, sondern die haben sie einzig und allein getauscht, weil China die vernünftige keynesianische Wirtschaftspolitik gemacht wurde und in Russland eben die gescheiterte neoliberale. Das ist der wichtigste Unterschied. du hast ein Problem bei dieser ganzen Sache. Selbst wenn du es schaffen würdest, 50 Jahre zurückzugehen, was würde verhindern, dass die nächsten 50 Jahre nochmal passieren? Sprich, das wieder wird wie heute. Erste Frage. Und zweite Frage ist, wie willst du 50 Jahre überhaupt zurückkehren, wenn absolut alle, die gerade die Macht haben, mit aller Kraft genau das verhindern wollen? Sie möchten sich sogar noch weiter davon entfernen, wo die 70er waren. Also, okay, da müsste ich jetzt etwas ausholen. Gehen wir erstmal auf die kleine europäische Ebene. Da haben wir gerade diese Maastrichter Schuldenregeln, die die Verschuldung auf 60% des Bruttoinlandsproduktes beziehungsweise auf 3% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr beschränken. Wenn wir mit den Südeuropäern kooperieren würden, dann ließe sich das sofort ändern. Die Unabhängigkeit der EZB würde wahrscheinlich etwas länger dauern auszuhebeln, aber wenn jemand wie Mélenchon in Frankreich die Wahlen gewönne, dann würde auch das funktionieren. Also diese Mehrheiten dafür könnte man relativ schnell bekommen auf europäischer Ebene. Und ja, wenn man erstmal die Europäische Union reformiert hätte und aus diesem neoliberalen Konstrukt quasi ein sozialdemokratisches gemacht hätte, ja, dann könnte man auch innenpolitisch dauerhaft so eine sozialdemokratische Politik fahren und die Mehrheit der Menschen würde profitieren. Die Wähler hätten ein Interesse an der Fortsetzung dieser Politik und sie würden eben keine Regierung an die Macht wählen, die diese Politik wieder abschaffen wollte. In den 50er Jahren, da hat ja sogar jemand wie Eisenhower, der überall auf der Welt korrupte Diktatoren eingesetzt hat, der wirklich eine Politik gemacht hat, die den militärisch-industriellen Komplex so viel genutzt hat wie kaum etwas sonst. Der hat von sich gesagt, er wäre Keynesianer, eben weil er wusste, dass er mit einer anderen Politik niemals eine Mehrheit bekommen hätte, weil er gesehen hat, wie stark also damals noch das Laissez-faire, der Neoliberalismus ist ja der Nachfolger des Laissez-faire, wurde ja dann gegründet, weil er gesehen hat, wie stark Laissez-faire gescheitert war, und zwar in der Weltwirtschaftskrise. Weil er wusste, dass er mit dieser Ideologie keinen Stich machen kann. Und der Neoliberalismus wurde nicht von heute auf morgen eingeführt, sondern das wurde vorbereitet über die monetaristische Wende. Es wurde ausprobiert in zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern, was man da alles machen kann, was man nicht machen kann. Und dann erst wurde in den westlichen Industrieländern eingeführt, nachdem man zwei Krisen hatte, nämlich die Ölkrisen. Also würde jetzt etwas zu weit führen, aber der Hauptgrund, warum die Ölkrisen so schwer waren, zu so schweren Rezessionen geführt haben, war nicht die Steigerung der Ölpreise, sondern war die verfehlte Reaktion der Zentralbanken. Die Zentralbanken haben damals die Zinsen nämlich immer absurde Höhen gehoben, kurz nach der monetaristischen Revolution. Das heißt, auch schon diese Krise, die man dann hatte, die man dann als Begründung genommen hat, warum man den Neoliberalismus einführen muss, also zumindest in Großbritannien und den USA mit Reagan und Thatcher. Also selbst diese Begründung, die wurde durch eine neoliberale Zentralbankpolitik verursacht. Also
Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, Aber wenn ja. man jetzt wieder zurück zu dieser sozialdemokratischen Politik kehren würde, dann hätte eben ein Großteil der Wähler erstmal ein Interesse an der Fortsetzung dieser Politik. Also da sind wir jetzt innereuropäisch, habe ich gerade beschrieben, wir haben die Europäische Union reformiert, wir haben auf nationaler Ebene so eine Politik gemacht, wir haben die Steuern auf die Reichen erhöht, wir haben dafür gesorgt, dass die Löhne so stark wie die Produktivität steigen. Also wir haben quasi, wir sind bei dem Zustand, bei dem wir 1970 schon waren. Und jetzt könnten wir auf außereuropäischer Ebene eben so eine sozialdemokratische Politik auch fördern, denn viele Entwicklungsländer, die haben ein sehr großes Interesse an alternativen Rezepten zu denen, die ihnen vom IWF angeboten werden. Das zeigt ja die Beliebtheit von Chinas neue Seidenstraßeninitiative. Die ist ja nicht so beliebt, weil sich alle so gerne an China ausverkaufen, sondern weil die Angebote des Westens und des IWF so furchtbar waren. Also deswegen nimmt man alles, was da irgendwie beiseite steht. Und wenn wir Europäer jetzt Wechselkurskoordination, also nicht mal Kredite, sondern nur Wechselkurskoordination zur Stabilisierung der monetären Bedingungen anböten und dafür sorgen würden, dass die Entwicklungsländer durch eine vernünftige Steuerung des Wechselkurses eine ausgeglichene Leistungsbilanz hätten, also dann würden da viele Entwicklungsländer sofort aufspringen. Die würden da, ja, wären begeistert dabei und es würden auch keine dauerhaften Abhängigkeiten entstehen, denn dauerhafte Abhängigkeiten entstehen ja durch Verschuldung und nicht dadurch, dass man ein gegenseitiges Wechselkursregime, was man auch wieder aufkündigen kann, installiert. Gut wäre es natürlich, wenn man insgesamt ein internationales hätte, wo sich alle großen Zentralbanken zumindest mal absprechen würden, aber das ist unrealistisch. Also deswegen habe ich zuerst mal auf europäischer Ebene mit Entwicklungsländern Wechselkurskoordination. Na, ich Und verstehe wenn das schon, ich das. verstehe das schon, aber ich glaube, du hast meine Frage nicht ganz verstanden. Der Doch. Punkt Doch, ich habe ist, gesagt, die ja. Wähler haben ein Interesse daran. Wenn man das erstmal umgesetzt hat, dann haben die Wähler ein Interesse daran. Das heißt, sie würden so eine Politik nie und nimmer abwählen. Ich weiß nicht, bis die Wähler haben sie schon einmal abgewählt. Na, das wurde vorbereitet. Das wurde vorbereitet. Es wird immer vorbereitet werden, genau das ist der Punkt. Und da muss so eine Regierung dann wachsam sein. Ja, aber der andere Punkt ist, hat es dem Westen geostrategisch geholfen? Und es hat absolut nicht geholfen. Also die Produktivitätssteigerungen sind immer weiter zurückgegangen, das Wachstum ist immer weiter zurückgegangen, die politische Instabilität ist gestiegen. Also wenn plötzlich die Hälfte der Wähler nicht mehr zur Wahl geht wie in den USA und die andere Hälfte irgendeinen, ja, ziemlich weit rechts stehenden Kandidaten wählt, dann ist das auch für die herrschende Oligarchie nicht gerade vorteilhaft. Also wenn sich gegenseitigen Kapitalfraktionen ins Gehege kommen, das ist ja keine Situation, die man immer weiter zuspitzt. Also, verstehst du, was ich Ich meine? verstehe, was du meinst. Man will das nicht haben, aber dann in die andere Richtung könnte ja eine Lösung sein, dass man ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, radikaler wird. Dass man einfach mehr Rechte einschränkt. Dass man immer weiter die Daumenschrauben für die Arbeit da anzieht und alles für uns beschissener macht. Aber dann in weiterer Folge. Keine Ahnung, Social Credit Score System einführt oder irgendwelche anderen Repressalien, Ja, digitales Geld. exakt. Solche Repression, die bringt den Großteil des Volkes dagegen auf. Also der Großteil, der wird sich wehren und der wird das falsch finden. Ich meine, die Glaubst du? Sowjetunion, ja, die Sowjetunion, die Ostblockstaaten, die sind ja nicht daran, also die sind ja gescheitert, weil sie plötzlich zumindest einen großen Teil ihrer Bevölkerung gegen sich hatten und diesen Teil dann nicht eingebunden bekommen haben. Und je mehr man die Demokratie einschränkt, je mehr man in die Richtung voranschreitet, in die wir in den letzten 40 Jahren gegangen sind, und das passiert ja gerade in ziemlich schnellen Schritten, desto größer wird der Widerstand werden und desto größer würde der Rückhalt für eine neue, vernünftigere Politik werden, die wirklich für die Mehrheit gemacht würde. Also das glaube zumindest ich. Ja. Puh, also ich würde das so nicht einschätzen. Nach allem, was ich gesehen habe, während Corona und jetzt Ukraine-Krieg, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sich dann plötzlich Medien irgendwie darauf stürzen, ein Narrativ zu erzählen und dann einfach alle anderen sich darauf stürzen, jeden Abweichler fertig zu machen. Also da bin ich mir nicht sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass alle diese Maßnahmen, die da kommen, sehr leicht umzusetzen sind mit diesen Leuten, die wir heute haben, die einfach jeden, der sich gegen die Maßnahmen ausspricht, zum Beispiel jetzt Social Credit Score, wenn ich einführen wollen würde, ich persönlich, ja, wenn ich irgendeine Macht hätte,
Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich meine, was steht mir im Weg? Sicher nicht Aber diese dieser Social Credit Pseudolinken. Score, darf ich mal kurz einhaken? Dieser Social Credit Score, der wird nicht mal in China eingeführt. Also selbst die chinesische Regierung weiß, dass sie damit nur Widerstand produzieren würde. Ja, ist schon klar. Aber du weißt, wovon ich rede. Ich rede jetzt nicht von diesem chinesischen Social Credit Score System, sondern irgendeiner Art davon, von Bestrafung und Belohnung. Irgendeine Art von Überwachung, die damit verbunden ist, dir deine Freiheiten einzuschränken und auszuweiten. Das kann sein über eben digitales Geldsystem, wo es dann einfach heißt, okay, du kannst einfach nicht mehr Geld beziehen, weil du hast gestern irgendetwas Menschenfeindliches gesagt. Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwas aus. Ja. Das alles könnten Möglichkeiten sein. Ja. Und Aber ich glaube schon, dass wir dorthin tendieren. ja, wir tendieren gerade auf jeden Fall dorthin. Aber ich habe jüngst eine Umfrage gelesen, 20% Zustimmung noch zur Regierungspolitik der Ampel. Also in Deutschland. In Deutschland hat diese Regierung keinen Rückhalt mehr, überhaupt keinen. Und weil da gerade im Chat gefragt wurde, die chinesische Regierung macht Politik für ihre Bevölkerung. Also da möchte ich nur mal antworten, vergleich die Entwicklung der Reallöhne in China mit der Entwicklung der Reallöhne im Westen. Und dann stell die Frage nochmal. Wie sieht das Also aus? zumindest wirtschaftlich kann man das beantworten. Wie sieht dieser Vergleich aus? Also in China sind die Reallöhne stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten und auch während Corona, auch während dieser Energiekrise. Also die haben da auch eine viel niedrigere Inflation, sodass sie mit niedrigeren nominalen Lohnsteigerungen auch stärkere Reallohnsteigerungen bekommen können. Okay. Und hier sind die Reallöhne gerade durch diese irre Sanktionspolitik so stark eingebrochen wie seit Jahrzehnten nicht. Also, ich will jetzt nicht China schönreden, falls da jetzt noch irgendwas kommt, aber zumindest wirtschaftlich kann man sagen, dass unser System, wie du gerade beschrieben hast, eben eine Politik produziert, die von 80% der Bevölkerung nicht gewollt ist. Und das erzeugt eben Widerstand. Und deswegen würde eine andere Politik, halt eine sozialdemokratische, eben sehr viel Rückhalt haben, wenn man sie dann einführte. Die wäre sehr beliebt, relativ schnell. Ja, das ist die Frage halt, ob das tatsächlich so wäre. Wie gesagt, ich sehe niemanden, der das einführen kann und ich sehe auch nicht irgendwie eine Chance, dass irgendwer sich dafür. Wie gesagt, der Vektor geht jetzt gerade in die andere Richtung. Wir bewegen uns jetzt gerade mit Full Speed darauf zu, dass wir im Manchester-Kapitalismus enden. So, wir bewegen uns in die Richtung. Und ich sehe keine Chance, in die andere Richtung zu drehen. Ich sehe eine Chance. Jetzt gibt es Leute, die, genau wie du sagst, sehr viele Leute sind unzufrieden mit der Regierung. Was machen sie? Ah, ich wähle die AfD diesmal. Die wird es ihnen geben. AfD wird einfach den Kurs weiter fortsetzen. Ah, gut, okay, die AfD war nicht die Lösung. Ah, ich wähle XY. Dann wirst du sehen, das ist auch nicht die Lösung. Das hat schon einmal, das war ja schon so, wo der Neoliberalismus gekommen ist. Da hat man ja auch so gesagt, boah, jetzt haben wir diese Konservativen gewählt, schau, was sie einfach hier angerichtet haben, jetzt wähle ich die Progressiven. Die Progressiven haben einfach den Shit fortgesetzt, sowohl in England wie auch in Deutschland. So, Agenda 2010 ist durch die Grünen und die SPD gekommen und nicht durch die CDU, weißt du, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist im Ja, Endeffekt. es gibt doch die Politiker, die dagegen halten. Wagenknecht in Deutschland, Mélenchon in Frankreich, die Kommunisten in Griechenland, die Ja. Kommunisten in Österreich, die kommen doch jetzt hoch. Und wenn die international Erfolg haben, also auch die KPÖ in Österreich ist eine reformistische Kraft, auch die wollen den Kapitalismus nicht abschaffen. Also da muss ich jetzt die Kapitalismus komplett abschaffen wollen, enttäuschen. Es gibt im Moment keine realistischen Optionen. Aber diese Parteien gibt es und die kommen jetzt hoch und die werden auch stärker werden. Also jedenfalls gehe ich ganz stark davon aus. Und in Spanien, da haben wir jetzt schon mal eine tendenziell linke Regierung, die eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht haben. Zwar innerhalb diesem ganzen transatlantischen Unsinn mit den Sanktionen, mit den Waffenlieferungen, also mit dieser Eskalationspolitik, aber wir haben eine bessere Wirtschaftspolitik gemacht und deswegen eine niedrigere Inflation in Spanien. Also da gibt es schon Ansätze und mit denen könnte man halt eine vernünftige neue europäische, also die Europäische Union in eine vernünftige Richtung reformieren. Absolut, da bin ich völlig deiner Meinung und das sollte auch getan werden. Das Einzige, wo ich halt das Problem sehe, ist, dass wir viel zu schlecht verbunden sind.
Ja, und dass wir viel zu schlecht irgendwie organisiert sind, wir, die wir daran glauben. Ich glaube, die beste Form der Organisation, die wir haben können, ist eben diese Geschichte mit den demokratischen Betrieben. Das würde uns so zusammenschweißen und wir hätten auch dann Geld, das wir investieren könnten in solche Parteien zum Beispiel. Weil diese Parteien, von denen wir hier reden, die werden ohne uns nicht leicht auskommen. Also so irgendwie müssen wir die pushen oder ja, so wie die Kapitalisten ihre Parteien halt pushen mit Geld. Und Ja. ja, und da bräuchten wir halt, wenn so eine Regierung an der Macht wäre, könnte sie vor allem dafür sorgen, dass das Mediensystem wieder ausgeglichener wird. Sie könnte diese ganzen irren Förderungen für transatlantische Thinktanks, für konforme Medien und so streichen und würde dadurch der Medienlandschaft wieder für Wettbewerb sorgen, dass da auch eine große Nachfrage nach vernünftigen Nachrichten gibt, nach neutralen Nachrichten, würden dann, glaube ich, auch die freien Medien stärker werden und die Konzernmedien tendenziell schwächer. Und die Öffentlich-Rechtlichen könnten dann wieder ihre eigene Aufgabe nehmen, um jetzt mal auf ein weiteres Thema zu kommen. Das Thema, wo die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, die schlimmste, dauerhafteste und konsistenteste Propaganda betreiben, ist das Thema Rente. Da wird uns erzählt, die Jungen werden immer weniger, die Alten immer mehr und deswegen müssen wir jetzt unsere Renten kürzen oder wir müssen länger arbeiten oder wir müssen also noch bescheuert eine Aktienrente auflegen. Das ist riesengroßer Unsinn. Es wird immer wieder erzählt. Also jetzt erstmal, warum ist das Unsinn? Wir haben nur ein gewisses Wirtschaftswachstum, was wir halt gesamtwirtschaftlich verteilen können. Gesamtwirtschaftlich gibt es keinen Gewinn, gesamtwirtschaftlich gibt es nur Wachstum. Und von diesem Wachstum können wir einen Teil den Rentnern geben, wir können einen Teil den Arbeitern geben, wir können einen Teil den Kapitalisten geben. Und in den letzten, ja, 40 Jahren haben sich die Kapitalisten halt einen überproportional großen Anteil daran in die eigene Tasche gesteckt. Hohe Lohngruppen haben auch ein bisschen mehr bekommen, untere Lohngruppen haben fast gar nichts abbekommen. Und die Rentner, die wurden übelst über den Tisch gezogen. Das ist passiert. Man hat beispielsweise durch die Riester-Rente Geld zu großen Versicherungskonzernen umverteilt und dann die Renten gekürzt. Das war der ganze Zauber. Und da erzählen uns die Öffentlich-Rechtlichen jetzt beispielsweise, ohne irgendwelche Belege zu haben, dass wir die Rente nicht mehr finanzieren können. Die Wirtschaftsleistung wird in den nächsten 40 Jahren, nach allen Prognosen, die wir haben, von der OECD beispielsweise, wird die Wirtschaftsleistung stärker wachsen als die Zahl der Rentner. Und die Zahl der Rentner kann man, zumindest wenn man von einer konstanten Migration ausgeht, ja relativ gut berechnen. Und da kann man wirklich sagen, die Wirtschaftsleistung wird stärker wachsen, auch bei einer niedrigen Geburtenrate. Und das heißt, dass die Rente überhaupt kein Finanzierungs-, sondern nur ein Verteilungsproblem ist. Wir müssen nur das, was wir zusätzlich erwirtschaften, also niemand muss etwas weggenommen werden, wir müssen nur das, was wir zusätzlich erwirtschaften, auf die Rentner verteilen. Und schon ist dieses Problem gelöst. Wir müssen nur so einen absoluten Unfug wie die Riester-Rente oder die Aktienrente lassen. Also die Riester-Rente war noch schlimmer, weil da wirklich ein Viertel der Gelder einfach in die Taschen von Maschmeyer und Co. geflossen sind. Die Aktienrente, da versickert etwas weniger Geld, aber diese grundsätzlich absolut unlogische Gedankengang, dass die Kapitalmärkte so ein magischer Topf wären, der Wohlstand produziert, der ist da immer noch drin. Und das müssten vernünftige öffentlich-rechtliche Medien eigentlich erklären. Aber das wird da nicht gemacht. Stattdessen wird bei so einem Format wie Was kostet die Welt dann die MMT gebasht. Ja, klar, natürlich. Und da ist jetzt wieder meine Frage oder meine Position ist, vielleicht gehört das so. Das ist etwas, was man nie vergessen darf. Nämlich, dass das vielleicht so gewollt ist. Auch wenn es für uns aus unserer Sicht wie ein Fehler ausschaut. Oder wenn du sagst, oh, das wäre so leicht zu beheben. Das ergibt so viel Sinn. Ja, ja, aber Darf ich mal vielleicht kurz, will man es nicht beheben. darf ich mal kurz Man einhaken? Da profitiert wurde im ja Chat davon. gefragt, warum das in Norwegen funktionieren würde. Ja, Norwegen hat einfach hohe Leistungsbilanzüberschüsse gemacht, weil sie Öl aus dem Boden buddeln. Aber das kann nicht für alle Länder des. Also, wenn man Leistungsbilanzüberschüsse macht, dann spart man Geld. Dann spart man gegenüber dem Ausland Geld. Das macht Deutschland im Moment auch, aber das kann keine dauerhafte Lösung sein. Vor allem nicht, wenn man in einer Währungsunion sich befindet. Dann die Überschüsse des einen, die bedeuten automatisch Defizite der anderen. Also die Überschüsse von Deutschland, die waren in den letzten 2 Jahrzehnten die Defizite von Frankreich, von Italien, von Spanien, von Griechenland, von Portugal. Und die haben dort Schuldenkrisen produziert. Also wenn der eine Überschüsse macht, dann muss der andere Defizite machen. Mittlerweile ist sogar der riesige Wirtschaftsraum Eurozone eine Überschussregion. Also die gesamte Eurozone macht Leistungsbilanzüberschüsse. Und die werden dann eben von Schwellenländern aufgesogen. Und diese Schwellenländer, deren Schulden wachsen dann immer weiter und diese Schulden sind häufig in Dollar deponiert,
Das bedeutet, diese Schwellenländer müssen dann eine Währung erwirtschaften, die sie selbst nicht drucken können. Das heißt, diese Leistungsbilanzüberschüsse, die wir machen, zum einen als Deutschland und zum anderen als gesamte Eurozone mittlerweile schon, die sorgen für Fehlallokationen, die sorgen dafür, dass es Schwellenländern schlechter geht. Und das, was Norwegen da gemacht hat, was es auch machen konnte, weil es so hohe Rohstoffreserven hat, also Rohstoffländer sind nochmal ein ganz eigenes Thema, das können wir hier nicht in großem Maßstab nachmachen. Das ist wirklich naiver Gedankengang. Also, wenn die USA genauso handeln würden wie wir hier in Europa, wenn die USA auch versuchen würden, Überschüsse zu machen, dann würde morgen früh die Weltwirtschaft zusammenbrechen, dann hätten wir eine riesengroße Krise. Denn in den USA, da macht der Staat Schulden. Da ist das Ausland Netto-Sparer, die USA haben Leistungsbilanzdefizite. Und das ist wirklich noch eins der wenigen Industrieländer, was wirklich massiv dafür sorgt, dass die Schwellenländer nicht alles tragen müssen. Räume wie die Eurozone oder Japan oder die Schweiz machen hohe Überschüsse und sowas sollten Industrieländer auf keinen Fall machen. Also das sorgt für Probleme auf der anderen Seite der Welt. Ja. Und wenn man es innerhalb der Währungsunion macht, dann sorgt es für Probleme innerhalb der Währungsunion. Die Eurokrise war zum einen eine Bankenkrise, weil die ihre Bilanzen nicht in Ordnung hatten und zum anderen eine Leistungsbilanzkrise. Staaten wie Griechenland hatten riesige Leistungsbilanzdefizite. Griechenland hat sie immer noch. Bei Spanien und Italien hat sich die Lage gebessert. Und das kann man in einer Währungsunion nicht dauerhaft machen. Wenn man das versucht, dann zerbricht die Währungsunion. Das ist kein vernünftiges Modell, wie man eine gemeinsame Währung haben kann. Also wer fordert, dass Deutschland dauerhaft Leistungsbilanzüberschüsse machen soll, der muss sagen, wer sich verschulden soll auf der anderen Seite. Wenn einer spart, muss jemand anderes Schulden machen. Ja, das ist spannend. Das, was du erzählst, übertrifft einfach mein Verständnis, sage ich dir gleich. Also ich bin hier sehr oft so und versuche da mitzuhalten und zu verstehen, ja. Aber ich konzentriere mich mehr darauf, wie gesagt, dass ich mich immer frage, so klar kann man das alles lösen. Und deine Ideen sind gut. Die ich verstehe, die sind gut. Und ich verstehe den Sinn, ich verstehe, was du machen willst. Und das würde sehr viel Sinn machen. Nur sehe ich das Problem noch einmal, dass die Leute, die an der Macht sind, genau das Gegenteil von dem wollen, was du willst. Ja? Die Frage ist, wie bringt man die Menschen dazu, dass sie sich eher auf deine Seite stellen, weil das würde ihnen actually nützlicher sein. Ja? Das Problem ist nur, dass Menschen nicht darüber informiert sind. Sie wissen das halt nicht. Ja. Sie wissen das halt nicht. Es ist, wie du richtig sagst, niemand erzählt es ihnen. Es ist da draußen, gibt es alle möglichen Arten von Medien, aber niemand informiert sie darüber. Ja. Also, ich muss noch eine zweite Buchempfehlung abgeben. Der Atlas der Weltwirtschaft hatte ich ja auch schon bei Dara empfohlen. Der ist, also der fasst das, was ich gerade erzählt habe, größtenteils nochmal ganz kompakt zusammen. Und auch sonst, also vieles, was ich erzählt habe, das war gerade Keynes oder zumindest aus dem Post-Keynesianismus einige Elemente. Das sind diese einfachen Gedankengänge, die ja sich in der Neoklassik nicht gemacht werden. Und ich glaube, du hast dich eher mit Marx beschäftigt, oder? Genau. Ich habe mich eher mit Ja, und Marx der sagt ja, der beschäftigt. Kapitalismus muss weg. Ja, genau. Und ich, wie gesagt, ich verstehe, warum. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du hast wahrscheinlich Marx auch gelesen, nehme ich an. Ich gehe stark davon Den aus. ersten Band uns Kommunistische Manifest bisher. Okay, ja. Es ist, ja, es reicht, um zu verstehen, warum er sagt, was er sagt. Ich sehe das auch so. Selbst ich sehe einen selbst so regulierten Kapitalismus wie der, von dem du sprichst, ist für mich noch immer Ausbeutung und unfair. So, das ändert sich bei mir nicht. So, selbst wenn man dein System etabliert und sogar noch eine bessere Version für uns schafft als in den 70ern, ist das noch immer unfair. Es ist noch immer nicht gerecht. Ja. Es ist noch immer nicht korrekt. Und Wobei, ja, kann nicht das Ende der Entwicklung sein. wenn wir da wären, dann könnten wir im nächsten Schritt sagen, okay, ist diese Gesellschaft mit der Ungleichverteilung, die wir jetzt haben, also mit dem niedrigeren Ungleichheit, mit der Vollbeschäftigung, also mit dem guten Sozialstaat, mit einem vernünftigen Rentensystem ohne Armut, zumindest ohne relative Armut, ist dieses System jetzt so gut, dass wir es beibehalten wollen oder wollen wir noch mehr in die Richtung gehen? Das wäre dann ja eine Frage, die man sich stellen könnte. Ich glaube, in so einer Situation könnten da tatsächlich auch so, ja, marxistische Positionen eher an Boden gewinnen, weil da eine breitere Debatte möglich wäre. Also in diesem neoliberalen Einheitsbrei, den wir gerade überall haben, ist so eine vernünftige Debatte ja gar nicht möglich.
Also wenn die AfD sagt, wir müssen auf nationaler Ebene neoliberal sein und die Grünen, nein, wir müssen andere Länder jetzt mit Wirtschaftskriegen überziehen, damit die komplett auf unserer Linie sind und wir sie auch noch neoliberal machen können, dann das ist doch keine vernünftige Diskussion, auf der man irgendwie ja zu vernünftigen Lösungen kommen kann. Sondern Genau. ist die Frage, wollen wir auf nationaler Ebene die Armen unterdrücken oder wollen wir das global tun und dann auch noch perfiderweise im Namen der Demokratie? Ja, aber das ist ja irgendwie, es soll ja auch kein Gespräch geführt werden. Ja? Es soll ja auch kein Diskurs darüber stattfinden. Sondern in Wirklichkeit kämpft man mit schmutzigen Mitteln einfach Machtinteressen durchzusetzen. Und fertig. Ja? Niemandem wird irgendwas erklärt, sondern Leute werden einfach emotional in eine Richtung geschubst. Ja? So, das ist halt der Punkt. Ja? Und du hast es ja, ich habe gerade daran gedacht. Was für ein interessantes Gespräch. Das hättest du auch mit dem Dara haben können. Hätte er nicht die ganze Zeit auf alles, was du sagst, einfach Schwurbel geschrien. So, es ergibt überhaupt keinen Sinn, zu so etwas Schwurbel zu sagen, was du redest, weil das ist halt, es ist halt Wirtschaft, es ist halt, es sind dann Tatsachen. So, das, was ich verstanden habe, weiß ich, dass es einfach so, ja, absolut, es ist so, wie du sagst. Ja. Und das wäre tatsächlich auch die Klassische Lösung. Sozialdemokratie eigentlich. Ja, ja, Also es ja. gibt ja auch noch vernünftige Leute in der SPD wie Wolfgang Thierse oder Klaus von Nonani, die zumindest außenpolitisch in letzter Zeit einige basierte Sachen sagen. Also da gibt es ja einige Alte, die das noch selbst miterlebt haben, die an dieser Politik mitgewirkt haben. Oder Oskar Lafontaine, der ist da ja zum Glück ausgetreten. Aber die haben einfach nur ihre Positionen von vor 50 Jahren behalten und wenden sie auf die heutige Zeit an. Mehr ist das gar nicht. Das, was man schon mal hatte, anwenden. Ja, nein, ich verstehe schon. Wie gesagt, wir haben nur das Problem, dass die Mächtigsten das nicht wollen. Wir wollen das. Und wir müssen eigentlich mehr Menschen überzeugen, dass die das auch wollen. Also, und ihnen aber Alternativen bieten, wie sie das auch erreichen können. Und ich glaube, wie gesagt, dass das über Aufklärung, Politik und demokratisches Kapital geht. Weil das sind unsere drei Standbeine, wie wir das machen können. Weil ich beziehe mich immer auf die Neoliberalen in dem Fall, was die Neoliberalen gemacht haben und wie die Neoliberalen sich aufgebaut haben. Oder wie Kapitalismus insgesamt funktioniert. Das heißt, du musst nach seinen Regeln operieren, wenn du nach oben kommen willst. Also nach oben in dem Sinne, dass du Mitspracherecht hast. Musst du Kapital aufbauen. Und da es aber keine andere Möglichkeit gibt, als dieses demokratisch aufzubauen, damit es demokratisch bleibt, muss man halt das tun. Weil man kann, man hat im Kapitalismus kein Mitspracherecht ohne Kapital. Ist halt so. Ja. Ja, durch die Oder Wahlen theoretisch. durch die Wahlen theoretisch, aber dann müssten wir ja alle geschlossen hinter unserem Klasseninteresse stehen. Und das tun wir halt nicht. Die meisten Leute da draußen arbeiten gegen ihr eigenes Interesse. Oder denken Auch gegen ihr mangels eigenes Interesse. Angebot. Mangels Angebot und mangels Information durch die Medien. Ja, klar. Richtig. Und ja. Wenn man sie irgendwie dazu bringen könnte, da ein bisschen klüger zu werden, hätte man tatsächlich was in der Hand. Und deswegen sage ich, der Staat ist eigentlich unser größter Verbündeter und unsere einzige Chance. Wenn wir so diese ganzen Linken, die draußen herumlaufen und sagen, Scheiß Staat, Staat muss untergehen oder irgendein Blödsinn, das ist das Dümmste, was sie gerade machen können, in meinen Augen. Obwohl es da ja auch, also aus marxistischer Sicht, einige ja klügere Kritiken dran gibt. Also wenn man sich beispielsweise 99 zu 1 anschaut, dann ist das ja nicht so simpel. Also Ja, dann ist das, also vor ich allem weiß, aus ich weiß. marxistischer Perspektive habe ich in den letzten Monaten sehr viele kluge Sachen gelesen. Also das, Ja. ja, da war ich sehr überrascht, da ich vorher nicht so viel marxistische Sachen wie die Junge Welt oder wie den Gegenstandpunkt gelesen hatte, aber das ist wirklich vernünftig, was da geschrieben wird. Im Gegensatz zu dem, was in vielen, ja, Mainstream-Medien kommt, wo, wie gesagt, dieser neoliberale Einheitsbrei dominiert. Ja, Neoliberalismus ist für mich sowieso eine bloße Rechtfertigung, also so eine pseudowissenschaftliche Rechtfertigung, warum wir einem Stiefel ins Gesicht verdienen. Das ist nichts anderes. Es ist einfach nur eine pure Erklärung, um uns zu verblöden, damit wir den Kapitalismus gut finden und dadurch verlieren. Es ist einfach so eine Selbstzerstörungs. Es gibt vielleicht keinen Friedensknopf, wie Dara sagt, aber das ist ein Selbstzerstörungsknopf, den gibt es wirklich. Also, das ist echt seltsam, was die da geschafft haben, die Neoliberalen. Ja. Genau. Jo, danke dir für den Talk. War Gerne sehr cool. wieder. Ja, ich habe dein
YouTube-Kanal hier angepinnt bei uns im Chat. Jo, top, danke. Danke. Ja, geht alle hin, abonniert. Ihr könnt viel lernen, seht ihr. Ja, und genau, danke, dass du hier warst. Ja. Ich hoffe, du kriegst noch mehr Chancen, mit Leuten zu reden, ohne dass man dich einfach nur beschimpft. So, das wäre wirklich gut. Denn ich. Ja, ich habe so ein regelmäßiges Talk-Format mit einem anderen YouTuber. Da werden bald zwei weitere Folgen rauskommen. Eine über Funk und eine über den wirtschaftlichen Absturz in Russland in den 90ern infolge der Schocktherapie. Sehr gut, da seht ihr es. Interessante Inhalte beim Agitator, haut euch hin. Finde ich gut. Super, danke dir für das Gespräch hier. Dann Vielen ciao. Dank. Ciao, schönen Abend. Baba. Cool, oder? So kann man ein Gespräch mit jemandem führen, indem man ihn nicht einfach als Schwurbler beleidigt, sondern einfach zuhört, was er zu sagen hat. Man muss nicht in allen Punkten einer Meinung sein. Aber ausreden lassen und zuhören, weil man kann schon viel lernen von ihm. Er versteht sehr viel von Wirtschaft. Ja, so sage ich als jemand, der jetzt nicht so viel von Wirtschaft versteht wie er. Ja. Aber man merkt es. Ja, er hat Ahnung, richtig. Deswegen geht hin zu seinem Kanal und ja.